Einen wunderschönen guten Tag. Ich nehme euch mal ein kurzes Intro auf. Herzlich willkommen YouTube. Das hier ist nur für euch, denn was ihr gleich sehen werdet, ist Werbung. Ich durfte gemeinsam mit MSI und Blizzard auf der Gamescom eine Aktion machen. Wobei hauptsächlich war es MSI, aber MSI und Blizzard arbeiten zusammen, weil es das Jubiläum von World of Warcraft gab und weil MSI das cool fand, haben die gemeinsam eine Grafikkarte und einen Rechner rausgebracht und ihr könnt gleich was gewinnen, auch in diesem Video noch. Ich durfte auf der Gamescom die sehr, sehr coole Location von MSI besuchen. Das war so ein bisschen abseits. Man ist mit einer Rikscha da hingefahren. Also kein Scheiß, ich hab auch Video davon. Also wir sind wirklich irgendwie aus dem Nordeingang raus in so eine Rikscha gestiegen, auf der auch MSI stand. Mega netter Typ, hat uns dann hingefahren. Wir folgen uns auch auf Instagram jetzt. Ist dann mit uns zu der Location gefahren. Das war voll cool. Das war so ein ehemalig, ich glaube, das war mal irgendwas von der Bahn oder so. Die hatten dann so ein bisschen die Geschichte ihrer eigenen Laptops ausgestellt. Auch der erste sah nur geil aus, also eine Retro-Edition. Ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwie Wolf ins Gewissen zu reden. Durfte das Team kennenlernen, was auch mega nett war. Draußen gab es irgendwie Essen und Getränke. Drinnen konnte man sich dann auch Hardware von denen angucken. Also wirklich so Controller. Es gab irgendwie den Handheld von ihnen anzuschauen. Es gab so Racing Seats. Es war ein Auto dafür ausgestellt und so. Also war wirklich eine mega coole Location. Es war das erste Jahr auch, dass das geöffnet war für Besucherinnen und Besucher von der Messe regulär. Deswegen war jetzt leider auch noch weniger los. Ich kann euch nur raten, nächstes Jahr auf jeden Fall hingehen. Wir haben schon ein paar Aktionen besprochen und so. Aber kommen wir zu dem, was ich machen durfte. Ich durfte von der Messe quasi, also vom, es ist ja ein externer Messestand, sagen wir es mal, von der externen Messelocation von der MSI aus durfte ich einen 2-Stunden-Stream World of Warcraft machen. Der war eine Challenge. Je mehr Levels ich in Season of Discovery in diesen 2 Stunden schaffte, desto mehr Collectors Editions und MSI Fan Packets durften verkauft werden. Ich zeige gleich im Video, dass ihr gleich seht, auch nochmal, was das ist. Verlost werden. Ich zeige gleich im Video auch nochmal, was das ist, wie genau die Collectors Edition aussieht und, und. Es geht um eine World of Warcraft The War Within Collectors Edition. Mehrere davon werden wir unter allen Leuten, die dieses Video kommentieren, verlosen. Allerdings werden nur Kommentare, die irgendwas Nettes schreiben, was Positives oder so. Ihr müsst nicht sagen, ich finde das Video geil. Es geht mir nur darum, dass nicht irgendwie einfach nur Leute einen Punkt setzen. Das ignorieren wir. Es sollte schon wenigstens ein, hey, ich würde gerne die Collectors Edition gewinnen, weil ich das Video toll fand. Oder ich würde gerne die Collectors Edition gewinnen, weil ich MSI so super finde. Insgesamt auch wenn ihr nur Feedback zur Aktion gibt, wäre das der Hammer. Weil einfach MSI sich natürlich freut zu hören, hey, hat das Spaß gemacht, war das nicht so interessant. Streams von irgendwie dem Stand cool, nicht so cool. Aber nochmal zur Challenge. In der Challenge musste ich eine bestimmte Menge Level schaffen, um alle Preise freizuschalten. Ich will natürlich noch nicht spoilern, wie viele Levels ich schaffe. Wir springen gleich quasi live in die Aufzeichnung. Ich kann euch nur sagen, ich habe so viele geschafft, dass es auch hier noch Collectors Editions und Fanpakete zu gewinnen gibt. Schaut also gerne einfach mal rein, kommentiert. Folgt im Idealfall auch noch MSI, denn ich werde im Video mehrfach eine Aktion bewerben, wo man auf Social Media auch Rechner und noch mehr Collectors Editions gewinnen kann. Die Grafikkarten, die wir vorstellen mit den Backplates zum WoW-Thema, quasi zu den verschiedenen Add-ons, also voll geil. MSI hat eine RTX 4070 Slim gemacht, wo man so magnetische Backplates dran machen kann von den verschiedenen World of Warcraft Erweiterungen. So mega coole Idee, alles ganz geil, schaut euch das mal an, schaut mal auf Social Media bei MSI vorbei, weil ihr da eben auch am Gewinnspiel noch teilnehmen könnt. Wir hauen vielleicht in die Videobeschreibung Links, ansonsten seht ihr die auch im Video und ihr findet die schon, ist gar nicht so schwer MSI auf Instagram zum Beispiel zu finden. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Nochmal der Hinweis, es handelt sich um eine Werbeaktion, einfach damit es transparent bleibt. Ich hoffe, ihr habt viel Glück. Kommentiert, wenn ihr gewinnen wollt. Ich freue mich. Ja, viel Spaß. Nochmal als Erklärung, ich habe 2 Stunden Zeit. Ich versuche für euch Preise zu gewinnen. Jetzt stimmt alles. Es geht jetzt los. Okay. Grüße. Seid vorsichtig. So, das fühlt sich deutlich besser an. Weil hier oben, ich habe gesehen, dass wir die Wonne des Entdeckers, so heißt es offensichtlich, dass wir das nicht hatten. Und dann wusste ich, okay, hier stimmt was nicht. Ihr müsst gleich sagen, ob es zu laut ist. Es fühlt sich sehr laut an. Shit, ich habe ein Autoloot eingestellt. Müssen wir gleich noch machen. Ist null laut? Okay, geil. Dann kann ich einfach an meinen Kopf hören. Ach so, so, also so. Scheiße, das müssen wir schnell machen. Fuck, fuck, Steuerung. Autoloot, wo ist Autoloot? Da, schnell plündern, so heißt es auf Deutsch. Okay, nice. Ihr seht schon, ich bin richtiger Tryhard.
Nice. Ja, Jäger ist halt richtig schnell. Ob die Waffengeräusche irgendwann stören. Ich kann das euch auch, wenn ihr irgendwie, wenn ihr merkt, hey, die Waffengeräusche nerven, wir machen das lauter. Level 1. Damit haben wir den ersten Preis reingeholt. Den ersten gab es frei Haus, ne, damit es nicht verwirrend wird. Auf Level 3 kriege ich dann, machen wir die erste Collector's Edition, richtig? Machen wir Level 3 die erste Collector's Edition? Ja, das ist einfacher fürs Zählen. Geil, so. Ich glaube, jetzt können wir nämlich schon hier hinlaufen. Hier sind nämlich auch welche, dann sind wir näher am Questgeber. Wie ein junger Gott am Kiten. Hör auf. Ich habe doch schon den Swingtimer-Addon noch installieren, den hätten wir sollen. Ich habe leider keine Pet-Makros und so, das müssen wir dann irgendwie einfach... Das ist ja voll krass, wie geil das Spiel ist, wenn man mit einem normalen Ping spielt. Easy. Aber wir haben auch richtig Glück mit den Quest-Mobs, muss man sagen. Also bisher haben quasi alle Mobs was gedroppt. Ich glaube, einen Schuss kriegen wir noch unter. Nee, nicht. Nice. Ja, ich werde richtig tryharden. Ich hole alles an Leveln raus, was man irgendwie machen kann jetzt. Also, da ist, ich mache mit hier, ich lasse mich töten und so, damit wir nicht zum Questmob zurücklaufen müssen und solche Sachen. Wie kann ich euch helfen? Die Maus könnte ein bisschen schneller sein. Das würde mich schneller machen. Lebt wohl. Mögen die Vorfahren euch schützen. Wo hatten wir, haben wir irgendwas bekommen da? Ausrüsten, Quest annehmen. Grüße. Geht mit der Ehre. So, und ich glaube, wir müssen jetzt einfach mit dem... Mit wem müssen wir denn reden? Drinnen ist der Hunter-Trainer, ne? Ja. So, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. So. Ah, ich habe euch erwartet. Seid gegrüßt. Geht in Frieden. So, was müssen wir hier nochmal machen? Finde es vermisste Rune, in dem Kampf wir Boss nacken. Okay, kriegen wir hin. Shit, können wir noch nicht. Brauchen wir auch noch nicht den ersten Skill. Gut. Weiter geht's. Warum können wir den nicht an... Achso, machen wir gleich. Seid gegrüßt. Zack. Alles verkaufen. Wir brauchen die Kohle. Weiter geht's. Vorsichtig. Haben wir noch genug Munition? Scheiße, weiß man nicht, ne? Seid gegrüßt. Möge die ewige Aber ich glaube, ich befürchte, wir sollten ein bisschen mehr kaufen, weil das wird, glaube ich, so ein Problem. Schon Level 3. Sind wir schon Level 3? Wirklich? Geil. Okay, geil. Dann haben wir die erste Grafikkarte Entschuldigung. Ich sag mal Grafikkarte, weil wir über Grafikkarten reden. Aber wir haben die erste Collector's Edition schon freigespielt, die wir am Ende verlosen können. Aber eigentlich auch geil auf der Gamescom erstmal ein bisschen wehdaddeln. Habe ich auch gedacht. Ist eigentlich geil, ne? Also gestern waren ja Niklas, Dalu und so waren gestern ja auch schon am WoW-Stand, auch eben zum 20-jährigen Jubiläum. Ich töte die Mobs übrigens, weil die jetzt noch gut EP geben und wir die schnell töten. Ist noch nicht bereit. So. Jetzt gehen wir einmal zu der Dame, geben die Quest schnell wieder ab, dann holen wir die Bergpuma-Pelze. Dann können wir nämlich als nächstes das Ding direkt machen. Welche Grafikkarte gibt es? Wurde verlinkt. Es ist die... Sorry, ich muss selber immer nachlesen. Ich habe den Link eben gepostet. Vielleicht hat einer der Mods den noch da. Was ist die RTX 4070, glaube ich, in Slim. Und das ist eine limitierte. Aber die ist im... Die wird im Social Media... Giveaway verlost. Startet man in der WoW mit Level 0? Ne, mit 1. Aber das haben wir einfach ignoriert. Ich muss dann die letzte, muss ich am 16. Level holen. Was führt euch hierher? Das Ding ist ja auch, wir brauchen kein Questie, weil ich die Quests hier alle auswendig kenne, einigermaßen. Nice, so. So, wir laufen zurück. So, unser Ruhestein ist richtig gebunden. Genau, hier haben wir Minus, geil. Wie viel Zeit hast du für die Challenge? 2 Stunden. Ich muss in 2 Stunden also mindestens im Idealfall 16 Level schaffen. Wenn 15 so ein bisschen die magische Grenze ist, dann gibt es nämlich die fünfte... Dann gibt es die fünfte Collector's Edition. Ich muss leider auch so ein bisschen looten, weil wir die Kohle halt brauchen für Zeug. Also für die Skills und so. Shit, ihr kennt das Level-Up. Ihr habt den Level-Up ja schon gehabt. Spielst du sonst auch Hunter? In Season of Discovery habe ich als tatsächlich als Nebencharakter einen angefangen. Also als Twink.
Das ist doch geil, weil ich spiele auf englischen Servern, da sagt niemand Twink. Die sagen immer alle Tun. Und ich habe als Tun, habe ich einen angefangen. Aber ja. Und sonst spiele ich... Ich habe auch mal Hunter als Main gespielt. Das war aber, glaube ich, zu Warlords of Draenor Zeiten oder so. Seid gegrüßt. Nice. Die ewige Sonne euch bescheiden. So, das müsste... Seid gegrüßt. Geht in Frieden. Quatsch. Wenn wir Glück haben... So, was sollten wir... Wir wollen auf jeden Fall den haben. Darf man nicht genug Geld? Einmal Zeug verkaufen? Scheiße. Da verlieren wir Sekunden. Da verlieren wir Sekunden. Der Händler steht da vorne. Twink bedeutet im Englischen noch was anderes. Das ist nicht nur im Englischen, aber ist mir bewusst, ja. So. Fuck, fuck, fuck. Aber wir haben genug Munition eigentlich. Ich glaube, das reicht. Das Ding ist, man verbraucht am Anfang deutlich mehr Munition, als man denkt. Auch gerne mal. Los geht's. Zack, Spells direkt reinziehen. So. Schlangenbiss auf. So, weiter geht's. Währenddessen kann ich mal einmal ganz kurz gucken, ob ich die Maus-Sensitivity ein bisschen verstellen kann. Ach, das ist nur das Tempo, ne? Kann ich die Sensitivity selber... Ach, kann ich an der Maus verstellen, ich Depp. Ja, ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ich brauche ein Ziel. So. Wie kommt es eigentlich, dass in den meisten anderen Games Smurf heißt, aber in WoW Twink? Das weiß ich auch nicht genau. Ich habe auch Smurf... Stimmt, Smurf sagt man wirklich in vielen anderen Spielen, ne? Nice. Alles easy XP. Nehmen wir alles mit. Müssen wir denn aufpassen, dass ich nicht so viele Melee-Attacks mache, weil die halt immer so viel Mana kosten. So, wir laufen dahin. So, Bergpuma-Pelze, richtig nervige Quest. Nice. Das ging schnell. Ich muss nicht so nebenbei... Ich versuche immer mal wieder in den Chat zu gucken. Aber ich bin natürlich auch so ein bisschen überkonzentriert, versteht sich. Es geht immerhin um was für euch. Scheiße. Der dauert länger. Stimmt, Smurf wird in LOL und so verwendet, ne? Alter, nice. Wir haben Beutel. Das hilft uns extrem dabei, so ein bisschen zu sortieren. So. Her. Ja, die droppen nämlich auch immer nicht alle ein und so. Ist halt richtig nervig. Fuck, wir schon... Ah, 9 Minuten sind rum, okay. Ist alles so geil. Namensplaketten von gegnerischen Einheiten werden angezeigt. Ist alles smooth im Deutschen. Alter, aber was wir auch an Damage rauskloppen, das ist so krass beim Jäger. Also, ich kann euch bei den anderen Sachen erklären, warum ich glaube, dass das der Begriff ist. Bei Twink würde ich ehrlich gesagt lieber nicht die Erklärung geben müssen, warum das Twink genannt wird. Das lasst mal das Internet machen. Gebt einfach mal Twink ein, am besten Adult-Filter an. Ich muss näher ran. So. Hast du in Anfangszeiten WoW auf Deutsch oder Englisch gespielt? Man muss sagen, ich habe am Anfang, glaube ich, auf Deutsch gespielt, aber in den ersten Versionen damals war ja einfach die Übersetzung noch so super krass gemischt. Also es war ja wirklich super doll noch so Denglisch. Also es war ja einfach irgendwie, die Hälfte der Gegner hieß irgendwie noch Duskbats und so. Und ich erinnere mich zumindest, dass ich damals irgendwie Sachen wie Duskbat gesagt habe. Und ich glaube auch Gadgetzan, nenne ich immer Gadgetzan und so.
Ich muss gestehen, dass ich so Challenges ja richtig geil finde. Also als die Idee kam, war ich sofort ein Riesenfan davon. Weil ich halt für mich Spiele 100-mal mehr Spaß machen, wenn man sich selber so Ziele und Limitierungen setzt und so. Gerade ist natürlich bei so alten Spielen wie WoW, SOD. Wobei bald ja auch The War Within kommt, ne? Eben das Jubiläum, das jetzt ansteht, ist ja auch der Grund für die Koop mit MSI. Nochmal der Shoutout und die Werbung dafür. Ihr könnt am Ende dieses Streams was gewinnen. Kann ich nicht. Nämlich Collectors Editions und Fanpakete von MSI. Und ihr könnt über das Social Media Gewinnspiel auch noch was gewinnen. Da solltet ihr einfach mal Ausrufezeichen MSIXWOW in den Chat eingeben. Seid gegrüßt. Level 5. Ein Level noch, dann kriegen wir den nächste. Wir brauchen leider noch einen Pelz. Das war ein bisschen gegen meinen Plan. Ich dachte, wir wären schneller. Da. Was war, ich hab's eben gelesen. Kiten und Mili-Last hitten? Was soll man da noch backseaten? Ja, tut mir leid. Hier habe ich zu nah angegriffen. Das könnte man backseaten. Oh, da kommt noch keine Attacke mehr durch, ne? Doch. Komm schon, gib her. Ja, so. Und jetzt gehen wir die Quest direkt ab. Damit wir die Folgequest davon kriegen. Tötet 8. Ja, korrekt. So, können wir das verkaufen. Munition passt. Seid gegrüßt. So, wir nehmen sicherheitshalber mal, falls wir einen besseren Bogen finden, nehmen wir auch noch Pfeile mit. Man weiß ja nie. Achso, wir haben die Verkaufstasche, ist ja hier. So, wir haben 5. Wir haben noch nicht die 6 gemacht. Das heißt, wir brauchen jetzt noch nicht zum Jägerhändler. Ja, Trainer. Ich habe keine anderen Quests fertig, ne? Nein. Aber das brauchen wir. Gürtel der Bossnacken, korrekt. Kampfeber, korrekt. Jetzt haben wir alle Quests. Dann können wir die Bonusquests da auch noch machen, dann kriegen wir auch unseren Skill. Geil. Die lohnen sich jetzt nicht mehr. Bitte schlechter spielen, damit der Chat sich krasser fühlt. Sorry, Freunde, sorry. Ich würde mir wirklich gerne Mühe geben, schlecht zu sein, aber ich bin einfach zu gut. So. Okay, wir haben 15 Minuten rum, die ersten 5. Normalerweise ist der Slowdown irgendwo zwischen 30% und 60% in den ersten 15 Leveln. Wir werden aber das einen ganz großen Teil dadurch durch wirklich widerliches Tryharden ausgleichen. Weil wenn wir hier hinten mit den Quests fertig sind, lasse ich mich umbringen, wenn wir noch unter Level 10 sind. Lass mich am Friedhof wiederbeleben. Der ist nämlich direkt hier an der Siedlung, wenn die das nicht geändert haben in Season of Discovery, was mich wundern würde. Und davon profitieren wir dann auch schon wieder. So, die Schweine töten nervt richtig. Und einen noch. Ah, shit. Nice. Da ist der nächste. Schade, dass wir noch keinen Hunter's Mark haben. Das würde uns hier sehr helfen. Das ist zu weit entfernt. Scheiße, der erste Auto-Attack hat verfehlt, ne? Dadurch wird der Kampf jetzt unnötig lange dauern. Nice. Gut. So, diesmal packen wir da die Quest-Items einfach mal rein, weil davon haben wir eine ganze Menge. Da ist noch einer. Nice. Genau, ich muss 2 Stunden. Es gibt Preise bis Level 16. Ab 15 haben wir die ganzen großen Collectors Editions reingeholt. Wenn ich weniger schaffe, wird weniger verlost. Also wenn ich nicht die 15 schaffe in der Zeit. Und ich... Es ist schon machbar, aber es ist schon auch eng. So, also wir haben versucht, eine Zahl zu finden, die irgendwie jetzt nicht Selbstläufer ist in der Zeit, aber auch nicht komplett unmöglich. Hängt dann auch so ein bisschen davon ab, ob ich schlaue Entscheidungen treffe. Ich muss sagen, ich speedlevel jetzt auch nicht sonst als Hobby, sondern ich level einfach gerne. 15 ist aber auch hart. Ja, aber machbar. In Season of Discovery mit dem Bonus und so. Also unmöglich ist es nicht. Ich muss halt einfach mich zwischendurch ein bisschen konzentrieren. Ich gebe auch Mühe, die Konversation aufrechtzuhalten. Aber es ist halt... Von nichts kommt nichts, ne? Durch WoW Hardcore immerhin viel Erfahrung bis Level 15. Amen. Da ist leider was dran, ja. Also das ist nicht immer ein Selbstläufer. Weil ich sagen muss, die meisten Charaktere sind mir, glaube ich, so um Level 20 gestorben. Wenn es schon so gerade anfängt, weh zu tun.
Ziehen wir an. So, da drin sind halt nicht mehr so viele von diesen Ebern. Das ist immer so ein bisschen ätzend. Deswegen sollte man im Idealfall den absoluten Großteil von denen jetzt schon killen, damit man nicht nachher nochmal zurücklaufen muss. Nice. Ah, die haben keinen Kumpel. Da war ich mir gerade nicht sicher, ob die wieder was gelernt. Wenn wir Glück haben, kann ich euch heute auch noch ein kleines Easter Egg, das ist nicht so ein richtiges Easter Egg, aber ich glaube, es ist was, das eine ganze Menge Leute nicht wissen. Obwohl sie wahrscheinlich alle schon seit 100 Jahren WoW spielen, zeige ich euch nachher was, das ihr noch nicht kennt, glaube ich. Wenn wir es schaffen. Das mache ich aber nur, wenn wir vom Level schon in einem komfortablen Bereich sind, in dem wir uns solche Spielränzchen erlauben können. So, nice. Das hätten wir. Das letzte... Ah, fuck. Nur zwei Flanken. Scheiße. Genug Leute, die Level 20 in Hardcore nie geschafft haben. Echt? Aber vielleicht, weil ich so regelmäßig level, gehe ich immer davon aus, das schafft auch jeder. Ich glaube, das Problem ist auch, dass viele ein bisschen vergessen in... Also, meistens stirbst du ja auch einfach an Overconfidence in Hardcore, ne? Du hast einfach zu oft gespielt oder hast halt gerade einen Powerspike gehabt und denkst halt, ja, easy, mir kann gar nichts passieren. So, was wir eigentlich auch machen können ist... Es gibt einen schnelleren Weg hier, aber... Ob es sich lohnt? Ah, ne, wir kommen jetzt durch den Tunnel, ist egal. Hast du mitbekommen, wie Florian sieht, Char auf 55? War das nicht sogar noch höher? Ich dachte, der Char war 56 oder so. Hab ich gesehen, sein Krieger. Tat mir auch super weh, weil er halt das auch... Er hat das halt auch nicht schlecht gespielt. Ich glaube, das Schlimmste beim Zugucken, bei dem Charaktertod von Florentin war, dass du halt... Also der Charakter ist ja richtig langsam gestorben. Und du hast halt einfach gesehen, er kann nichts mehr machen. Halt auch schon so 2 Minuten, bevor er gestorben ist, hat er halt schon Entscheidungen getroffen, in denen halt klar war, okay, das Ding ist halt durch, so. Ich bin in dieser Goblin-Höhle gestorben. Ach krass. Naja, für mich ist so der Standard-Tod, war nicht so... Tarrens Hill, also da in der Höhle, die Minenquest, das ist, finde ich, die schlimmste Höhle im Spiel. Da habe ich 2 Charaktere verloren und das ist schon ein Level, da tut's richtig weh. Wobei fairerweise einer war durch einen Disconnect, der andere war mein Hexer. Das mit Florian, den habe ich bei Esmond Gold gesehen, echt? Ja, ist aber auch, war ein interessanter zu gucken. Also der erste Tod, den ich mal hatte, den Leute geguckt haben, war der mit meinem Schaman. Der war aber auch richtig dumm. Also da bin ich einfach wirklich an meinem eigenen Versagen. Oh, Level 6. Wir haben die 2. Collector's Edition gerade reingeholt. Hallo, hallo. Ich glaube, wir müssen hier links leider einmal kurz Abstecher machen. Für die Jägerquest. Weil wir brauchen einen Chimera-Shot. Der ist einfach der Hammer. Scheiße, der wird mit kämpfen müssen. Fallschaden ist ein schlimmer Gegner. Hm. Ja, will ich jetzt nicht so, ne, arrogant und so, aber ist mir jetzt noch nicht passiert, dass ein Charakter an Fallschaden gestorben ist in Hardcore. Was nicht heißt, dass es mir nicht passieren kann. Ich bin außer Reichweite. Also ich würde ehrlich gesagt auch die meisten Tode im Aufzug in Undercity, würde ich in Wirklichkeit verbuchen als Greed, weil die Leute einfach denken, ja, ich renne da halt noch schnell rein. Den haben wir dumm gespielt, aber egal. Der wird lange dauern. Ja, Level 6, Level 6. Also, Level 9 ist die nächste. Dann haben wir schon mal 3 Collector's Edition. Also, ab da sind wir in Bereichen, da ist es zumindest nicht mehr schmerzhaft. Diggi. So. Packen wir auch alles mit in den Beutel. Geil, dass der auch die Flanke nicht gedroppt hat. Jetzt müssen wir gleich nochmal... So, ich glaube... Ist egal, komm, wir gehen. Na, nee, komm, wir machen die jetzt schnell. Wir müssen eh so viele töten für die Gürtel, ist völlig Wurst. Muss ich für das Collector's Edition Instagram nutzen? Nein, das Collector's Edition Giveaway machen wir am Ende dieses Streams. Also das Collector's Edition und Fanpaket Giveaway. Und. Habe ich die? Eine bessere? Nee. Das machen wir am Ende dieses Streams. Und dann noch im YouTube-Video, das später dazu kommt. Das wird aber ein bisschen später kommen, also kann auch mal irgendwie 2 Wochen dauern oder eine Woche oder so. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir das auch vorher schon dazwischen, da müssen wir uns einfach mal angucken. Auch, weil auch mein Cutter ist irgendwann auch mal eine Woche im Urlaub. Nein, wir haben eins nicht ignoriert. Wir haben es, um es einfach zu halten, haben wir quasi gesagt, Level 1,
Typen hole ich dann am Ende wieder rein. Level 3, Level 6, Level 9. Das sind die relevanten Level quasi. So. So, jetzt müssen wir uns hier einmal einen von den Schamanen gleich aus so einer Hütte klauen. Ich pull aber auch gerade nicht mehr so. Ich muss mich wieder konzentrieren. Scheiße. Richtig kacke gemacht, den Kampf. Das ist halt so ein bisschen so ähnlich wie eine Hardcore-Challenge. Ne? Ist halt nicht wirklich Hardcore, aber es ist halt, ich muss mich halt wirklich beeilen, so. Ich glaube, hier rechts oben sind nämlich welche. Aber wir können auch einfach den in der Hütte, glaube ich, nehmen. Da kommen die halt beide. Ich muss nicht. Da haben wir richtige Tryharded. Was mir gerade übrigens aufgefallen ist, ist... Wir wollen natürlich auf keinen Fall jetzt hier sterben. Wie viel Zeit? 2 Stunden. 22 Minuten davon sind schon rum. Ist das besser als unseres? Nein. Aber da steht, glaube ich, ein Schamane drin. Und wenn wir Glück haben, droppt der schon das Ding für die Quest. Den ersten Cast lasse ich einfach durchgehen. So. Ja. Scheiße, hat er nicht gedroppt. Jetzt die Frage, ob wir uns drauf verlassen, also ein bisschen risky spielen und hoffen, dass der Nächste das einfach droppt oder ob wir... Ich muss die Quest nochmal lesen. Nicht, dass ich mich gerade versehe, dass man die nur killen muss. Finde den vermisste Rune, indem wir Kampfeber der Borstennacken in den Dornrücken tötet. Okay, Kampfeber der Borstennacken. Okay, die sind dabei da vorne. In den Dornenkronen tötet. Nutzt die Rune, um... Okay. Was sind hier Kampfeber? Wie, das sind die kleinen Eber oder was? Die hier? Nein, das ist ja richtig scheiße. Davon haben wir doch schon so viele getötet. Scheiße. Nice, da ist sie. Sehr gut. Ab jetzt sind wir 10-mal so schnell. So, das wollte ich übrigens in Wirklichkeit... Packen wir uns mal auf... Hier ist völlig egal... Bedienen wir mit der Maus. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Achso, wir müssen das ja jetzt über die Rune machen. Ich Depp. Fuck. Ich hab... Doch, ich hab Hände. Okay, gut. Ich dachte erst, ich hab noch keine Hände. Okay, Hammer. Rein, ab auf E. Jetzt geht's ab. Jetzt töten wir ungefähr 10-mal so schnell. So, ab jetzt unser Level-Speed irgendwie 3-mal höher. Easy, machen wir die weg. Ja, damit. Bist du auf der Gamescom? Ja, ich bin auf der Gamescom. Wenn du gerade da bist, kannst du mich jetzt hier besuchen. Um 16:30 Uhr, also eine Stunde, anderthalb Stunden ungefähr, wenn der Stream hier endet, machen wir hier ein Meet and Greet. Du kannst einfach aus dem Nordausgang gehen und dann kannst du am Nordausgang kannst du vorbeischauen. Da gibt es Rikschas, die bringen dich zu dieser Location. Bei MSI ist das. Die haben hier so ein, kannst dir hier Hardware angucken, es gibt Getränke, es gibt einfach Zeit zum Rumhängen und so. Kannst super gerne rumkommen. Und die Rikschas kosten nichts natürlich. Du kannst wirklich einfach Nordausgang raus, siehst eine Rikscha, da steht MSI drauf, sagst denen das Codewort, nimm ich mit. Habe ich mir ausgedacht, gibt kein Codewort. So, mega. Jetzt müssen wir hier rechts. Ich glaube, wir sind ja auf einem ganz guten Weg. Wir brauchen nur noch den Dings und die Extra-Quest. Ich weiß gar nicht, das wissen die meisten, ne? Dass es hier eine Extra-Quest gibt. Also, dass es hier eine Quest gibt, die nicht einfach Pickup ist, sondern man muss dann selber was machen. Zack, zack. Das ist zu weit entfernt. Zack. Da können wir, glaube ich, stehen bleiben. Ach nee, die haben Speed. Scheiße. So. Perfekt, gute Zeit zu holen. So, zack. Nicht weg.
Scheiße, ich würde mal kurz Mana tanken, deswegen lass mal kurz den auf mir rumprügeln. Mega, schön, dass das Spiel so gut gefallen hat. Also ich freue mich auch immer mega, wenn ihr das Spiel anspielt, also Morrowind Manor Nordic Whispers. Könnt ihr super gerne mir Feedback geben, ich freue mich natürlich riesig. Sorry, dass ich nicht die ganze Zeit am Stand bin. Also gestern war ich, wie gesagt, echt 4-5 Stunden da. Heute bin ich relativ wenig da, weil ich eben hier bin. Und heute dachte ich, mach mal ein reguläres Meet and Greet, was nämlich auch ganz geil ist. Man darf ja auf der Gamescom nicht einfach zu einem Meet and Greet aufrufen. So, kommt mal her und trefft mich. Aber hier geht das natürlich, weil MSI sagt, uns auch egal. So, dann wollen wir uns den Kollegen holen. So, ich mache das jetzt so tight, wie es geht. Jetzt laufen wir einmal ein bisschen länger, damit wir noch einen Chimera-Shot dazwischen kriegen. Nice, den haben wir auch. So, jetzt müssen wir noch darüber. Was war die Frage? Achso, ist sie. War leider nur gestern da. Ach, schade. Aber schön, dass du dann Zeit gefunden hast zum Spielen. Mega cool, dass du extra rübergekommen bist. Also gerade, wenn nur ein Tag da ist, ne? So. Zack. Shit. So. Können wir wieder ein Level machen langsam. Was, sind immer noch 6? Heieiei, jetzt sitzt aber auch langsam, kommt der Speed raus, ne? So, jetzt wird's ein bisschen tricky. Jetzt muss man nicht immer ihn casten lassen und dann schnell wieder rausgehen, damit er nicht herkommt. Nice. Und den müssen wir schon reinpumpen, weil der respawnt super schnell. Wir müssen hier drin gleich mehrere Sachen machen. Von ihm kriegen wir, glaube ich, einen Gürtel. Ich glaube, der drückt immer den gleichen Gürtel, jo. Dann kann man das hier, diese Rolle kann man nämlich aufheben. Das wissen, glaube ich, die meisten nicht. Oder, wissen die meisten, aber manche Leute vielleicht noch nicht. So, dann kann man das anziehen, Quest annehmen. Zack. So, und jetzt müssten wir eigentlich zurücklaufen. Wir sind aber ja ganz, ganz kleine Schlingelchen und lassen uns jetzt einfach killen. Und beleben uns wieder. Weil wir noch unter Level 10 sind, dann kriegen wir keine Wiederbelebungsnachwirkung. Alter, wie langsam die mich töten. So. Zack. Zack. Try hard shit, weil unter 10 kriegt ihr keine Wiederbelebungsnachwirkung, wenn ihr euch einfach wiederbelebt am Geistheiler. Und dann seid ihr sofort hier. Und Quest abgeben. Grüße. Auf bald. Lebt wohl. Oh, zack. Nice. Level 7. Ich würde mich nicht mal wundern, wenn wir sogar Level 8 schaffen. Habt günstige Winde. Wir müssen Chimera-Shot wieder auf die Handschuhe. GZ, danke, danke, danke. Ich glaube, wir schaffen sogar Level 8. Der kann weg. Kann weg. Oh, warte. Das ist der bessere? Habe ich gerade einen besseren Rückgürtel verkauft? Nee. Aber das kann weg, weil wir müssen uns so langsam ein bisschen das Inventar leer räumen. Zack, zack, zack. Das kann alles weg. Hier noch Zeug zum Verkaufen drin. Ja, ja. Ja, ja, völlig egal. Seid vorsichtig. Ich laufe immer schon zum Druidenlehrer und sage, geh zum Jägerlehrer, wenn ich so dran gewöhnt bin. So, Ritus der Kraft. Günstige Winde. Seid vorsichtig. Grüße. Geht mit der Erdenmutter. Dann können wir die Quest abgeben. Was führt euch hierher? Nice, zweiten Level ab. So, jetzt geht's ab. Jetzt geht es ab. Sind die besser als unsere? Nein. Können wir verkaufen. Das ist besser als unser. Das nehmen wir mit. Können wir verkaufen. Das haben wir gelernt. Eieiei. Ach, Mal des Jägers. Das gehört eigentlich hier hin. Dann haben wir Wildtiere aufspüren. Warum nicht? Was haben wir noch bekommen? Ah, Arcane Shot.
Ja, es ist, so geht so, aber was soll der Geiz? So. Sucht er etwas Bestimmtes? Das ist die alte Axt, ne? Jo, weg damit. Geil. Tschüss. So, das nervt ehrlich gesagt ein bisschen. 30 Minuten sind um, wir sind bei Level 8 angekommen. Also wir sind auf einem guten Weg. 12 wäre das Minimum, das wir schaffen müssen, meiner Meinung nach, weil dann haben wir die 4 Collector's Editions geholt. Jetzt müssen wir leider eine ganze Weile rumlaufen erstmal, relativ langweilig. Und können aber dann auch zwischendurch mal Gegner können. Hauge streamt nach 15 Uhr. Du, ich bin in Deutschland. Ich bin in Deutschland. Wir streamen nach deutschen Zeiten. Guck mal, da sind sogar Leute. Müssen natürlich winken und vorbeilaufen. Oh, Portal! Das wäre so geil, wenn wir jetzt einfach schäbig den anquatschen, Portal mitnehmen, komplett die Challenge zerschießen. Wo geht's hin? Oh, Grimma auch noch. Aber nein. Hauke klingt so komisch. Ich dachte, wäre was anders mit Call. Schön, dass du da bist, Hauke. Ja, weil ich ein anderes Mikro benutze. Darum klinge ich wahrscheinlich komisch. Und das Mikro ist zum Glück aber so eingestellt, auch dass man mich eben überhaupt verstehen kann. Ich bin im Raum voller Leute. Also ihr seht das im Hintergrund. Auch wenn die meisten Leute mittlerweile gemerkt haben, dass da eine Kamera ist und versuchen da nicht die ganze Zeit im Bild zu stehen, sind schon ein paar Leute hier. Ihr könnt auch, wie gesagt, herkommen. Also ihr könnt einfach vom Nordausgang euch eine MSI-Rikscha schnappen. Kostet nix. Könnt einfach herkommen. Und könnt mit nachher um 16:30 Uhr, also so in anderthalb Stunden, machen wir Meet and Greet. Also einfach mal, ne, ein bisschen rumhängen, gemeinsam quatschen, was trinken, Fotos machen, wenn ihr möchtet. Ich bin, du klingst mehr oder weniger wie immer. Ich bin ein bisschen heiser auch, ne, aber jetzt auch nicht so krass. Also, so, jetzt können wir schon den hier machen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, wo die Runen vom Jäger hier sind. Ich hoffe, ich habe eine Idee. Also wo in meiner Erinnerung die sind. Ich glaube, wir müssen die Vögel töten und die droppen irgendwas. Und das muss man dann auf irgendein Ritus-Ding legen und dann irgendwas machen. Ich bin mir leider auch nicht mehr 100% sicher. Ich töte die übrigens, damit wir nicht gar keine XP kriegen, während wir hier laufen. Kommen Sie. Kommen Sie! SOD, der Hype liegt aber eher bei The War Within. Du, beides so ein bisschen, ne? Ist Jubiläum, darum machen wir das Ganze hier. Also es ist eine Kombination. Ich persönlich habe noch gar nicht so richtig in The War Within reingeguckt, muss ich gestehen. Aber es geht eher vor allem um WoW als Gesamtthema. Und wir dachten, es wäre einfach eine nette Challenge, zu sagen, hey, ich versuche Level zu machen und versuche dann euch Gewinnspielpreise zu erspielen. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her überlegt und ich dachte, Power Leveling Challenge ist vielleicht am geilsten. Und wenn es eine Zahl um die 15 sein soll, weil das war so die Zahl der Preise, die zur Verfügung standen, dachte ich, SOD ist ein gutes Tempo, wo man das so schaffen kann, potenziell. Also so, dass es eng wird in der Zeit. War der Plan zumindest. Ich kann, glaube ich, hier nicht kiten. Ich muss leider diesmal einfach stumpf reinlaufen, wenn hinter mir einer steht. Ist das gerade eine Challenge? Das ist eine Challenge, was wir gerade machen. Also ich muss in den... Du siehst hier rechts oben den Timer. Da, ich habe 2 Stunden Zeit, so viele Level zu machen, wie es geht. Alle 3 Level gibt es eine WoW Collector's Edition zu gewinnen am Ende. Und jedes normale, reguläre Level, das nicht immer ein drittes Level ist, gibt es immer ein Fanpaket von MSI, habe ich eben gezeigt. Das ist so ein Beutel, also so ein, was sagt man, so ein bisschen wie so ein, wie ein coolerer Turnbeutel. Dann sind da Plüschis drin, Sticker, ein Mauspad und so. Und dafür spiele ich quasi, das ist die Challenge. Devs gibt's, aber spielt's kein Troll oder Ork für Racials? Troll oder Ork für Racials, ey. Auf dem Level. Außerdem, also sorry, aber wer so schlecht ist, dass die Racials ihm was bringen und nicht komplett seine Weapon Skills outlevelt, dem kann man sowieso nicht mehr helfen. Gibt's Voraussetzungen für die Verlosung? Nee, ganz am Ende verlosen wir. Dafür gibt es keine. Es werden aber nicht alle heute verlost, sondern einen Teil werden wir später im YouTube-Video verlosen. Das ist so die einzige Voraussetzung für das Gewinnspiel. Die Preisverleihung ist dann leider, also die Preise werden leider hier per Raffle am Ende vergeben. Also wir werden dann am Ende einen Raffle aufmachen und da machen wir das. Also sorry, sorry. Wenn du aber heute keine Zeit hast, alles cool. Du kannst später im YouTube-Video machen wir eine andere und du kannst mal... Ah, da ist es, geil. Eines Bergkatzenbaus, der ist, glaube ich, da vorne. Ist die Frage, ob wir da jetzt hinlaufen. Ich weiß nicht, wie schwer das ist. Wir laufen da jetzt hin. Weil so nah sind wir da nie wieder dran. Und der Skill, der lohnt sich, glaube ich, auch.
Du kannst aber auch einfach Ausrufezeichen MSIXWOW mal in den Chat eingeben. Da gibt es ein Social Media Gewinnspiel. Da kannst du natürlich auch so einfach regulär mitmachen. Ich will halt eigentlich nicht gegen den kämpfen. Aber der ist so ein. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Die Schusswaffe pflanzt aber auch auditiv. Aber hallo, Alter. Ich hoffe, dass wir nie was anderes als die Schusswaffe benutzen. Ich glaube, die war hier vorne, die Quest. Ich hoffe, das lohnt sich. Ich bin mir nicht mehr sicher, welche Rune die gibt. Aber ich glaube, es wäre fahrlässig, die Rune zu, also das zu ignorieren. So, ich mache übrigens mal hier einen für Quest-Items auf. Ich glaube, das war irgendwo hier, ehrlich gesagt. Und dann können wir danach schnell die Quests annehmen unten. Genau, und für das Gewinnspiel, das Social-Media-Gewinnspiel, was gibt es da zu gewinnen eigentlich? Da gibt es eine Grafikkarte zu gewinnen. Was denn? Ah, da gibt es auch Collector's Edition zu gewinnen. Ach, krass, okay. Es gibt da gibt es auch Collector's Edition zu gewinnen. Und wenn man sich gut anstellt, kann man da einen PC gewinnen. Also einen MSI-gemoddeten PC mit World of Warcraft-Thema quasi. Also ihr solltet im Idealfall auf jeden Fall an beiden Gewinnspielen teilnehmen. Wie gesagt, für das andere müsst ihr einfach auf den Link klicken und dann könnt ihr... Hat mal Knarren in WoW? Na klar, mal Knarren in WoW. Für das andere müsst ihr einfach mal den beiden Kanälen folgen, also MSI und WoW, und dann einen Kommentar unter den Post, den ich hier auch den Link drin habe im Chatbefehl. Und dann könnt ihr da einen PC gewinnen oder auch Collector's Editions. Also... Und eine Grafikkarte gibt es auch noch zu gewinnen. Die habe ich eben vorgeführt. Es gibt hier eine limitierte... Ich zeig dir mal... Ah, fuck, nee, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Ich zeig dir gleich, wenn irgendwo ein Moment ist, wo ich mal Pause habe. So, ah, der ist easy. Oh, das war dumm. Jetzt habe ich einen geaddet. Können wir aber noch retten. Dieser Zauber ist gut. Danke dir. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Jetzt stirb. Scheiße, noch ein geaddet. Ich überlege aber auch gerade, ob es nicht klüger sogar wäre, mich töten zu lassen. Weil ich dann einfach zum Village mich teleportieren lassen kann. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass ich dann zum anderen zurückkomme. Also vielleicht ist es gar nicht so dumm zu sterben. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ach, ich habe auch eben nicht meine Dings wieder angemacht, was auch dumm ist. Ich glaube, es ist gar nicht... Jetzt ist eh... Jetzt probieren wir es mal aus. Komm, töte uns. So, ich glaube nämlich, dann landen wir bei... Ja, ein Traum. Geiler geht's ja gar nicht. Absoluter Hammer. So. Welches ist das? Nice. Ist eine Melee-Attacke. Ist jetzt nicht so super essentiell, aber für uns ist sie gut. Zum Anfang. Also gibt es später eine bessere Rune, aber... Mögen euch die Winde leiden. Mal angenommen. Müssen wir gleich mal reparieren. Oh, unsere Waffe ist kaputt. Müssen wir jetzt aber dringend reparieren. Das können wir jetzt schnell hier drin machen. Und dann Ruhestein binden. Wann ist der offizielle Release von dem Spiel? Das wird noch zweieinhalb Jahre dauern, ne? Also, wir suchen jetzt gerade einen Publisher. Wir haben noch nicht mal das Funding gesichert. Also, das ist immer ein bisschen ernüchternd, wenn man das so hört. Aber da muss man leider realistisch sein. Habe ich euch jetzt auch keinen Quatsch erzählen. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Okay, das ist natürlich ein Problem, dass uns das gerade ganz schön viel Geld kostet die ganze Zeit. Aber wir haben jetzt auch... Scheiße, haben wir Level gemacht? Fuck, haben wir, glaube ich, ne? Haben wir... Ne, wir haben alles beim Lehrer eben gelernt. Okay. So, können wir hier Quest abgeben? Grüße. So, warum bekomme ich Lust auf WoW den ganzen Tag... auf Urlaub und den ganzen Tag WoW grinden? Weil das Bock macht. Wieder. Geht mit der Erde. Fuck, Alter, wir haben richtig viel Zeit verloren. Ich muss mich richtig beeilen. Also gefühlt haben wir gerade 10 Minuten kaum Progress gemacht. Was weil wir so lange rumgelaufen hier? Sind. Seid vorsichtig. Habt günstige Winde. Psst. Wir Gib her. Sehen uns wieder. Gib her. War da nicht noch eine Quest? Doch. Auch, ich habe halt keinen Questie. Ich muss mich die ganze Zeit einfach erinnern, wo die ganzen Quests sind. Hier die Bäckerin, die gibt bestimmt gute Brotpreise. Friede sei mit euch. Guck mal, da hat auch jemand sich richtig Mühe gegeben beim Ziehen des Grases. So, Berufe machen wir überhaupt nicht, lohnt sich nicht, kostet nur Geld. Also in einem Speed-Level.
Freust dich aufs neue Add-on? Ehrlich gesagt hat es mich erst gar nicht so doll interessiert. Und jetzt, als aber Niklas das und so meinten, das macht mega Bock und es gibt irgendwie jetzt super viel so Fünfergruppen-Content und so, war es schon so ein bisschen, dass ich dachte, ja okay, es klingt ehrlich gesagt schon ganz geil. Also vorher habe ich das nicht so gehypt, aber jetzt ist es schon ein bisschen so, dass ich denke, ja, wäre schon ganz cool, sich's mal anzugucken. So. Spielst du wieder Classic? Ich spiele Season of Discovery normalerweise. Also ich spiele jetzt gerade privat. Warte, was muss ich hier noch machen? Achso, ja, okay. Also privat spiele ich gerade Season of Discovery auf einem australischen Server. Also meine Gilde schreibt schon ganz munter, wo ich bin, weil ich jetzt seit 2-3 Wochen echt nicht online war. Aber da habe ich eine Zeit, habe ich geheilt als Druide. Verpasse ich natürlich jetzt eine sehr spannende Phase. Also vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um auf War Within umzusteigen. Mal gucken. Niklas hat dich influenced. Ja, auch, es hat ein bisschen Spaß gemacht, dass die anderen mir erzählt haben, die haben Niklas die ganze Zeit fertig gemacht. Voll gemein, aber die haben alle erzählt, dass sie Niklas die ganze Zeit verarscht haben. Und so, warte mal. Fehlt mir eine Quest? Da fehlt mir noch eine Quest. Fuck, wo ist die? Mir fehlt eine Quest. Mir fehlt die Quest, wo ich die Typen kaputt hauen muss. Ist aber auch eine Werkzeuge. Weil es gibt doch eine, wo man die Typen hauen muss, oder nicht? Ah, da ist richtig, da habe ich sie. Okay, gut. Gut, haben nur 10 Sekunden verloren oder so. Er wollte Dalukat irgendwann schon hauen. Ja, weil Dalukat irgendwie, weil ich habe nur diese eine Situation, haben die mir davon erzählt, dass er irgendwie meinte, ja, entfluch mich. Und Dalu meinte, du wirst es nicht glauben. Es funktionieren keine Spells mehr außer Eis. War schon sehr, sehr gut. Ja, ich hätte auch mega Bock auf Community-Gilde. Das Problem ist, dass der Ping halt so räudig ist. Dann dafür, dass dann auch nie jemand online ist, wenn ich spielen will. Und ich muss halt sagen, es hat mir schon extrem Spielspaß zurückgebracht, eben in Gruppen zu spielen. Und ich spiele auch auf so einem nahezu toten Server, wo halt so voll tight-knit Community, das ganze Auktionshaus ist leer. Und wenn man irgendwas haben will, muss man immer automatisch auch mit jemandem reden und so. Also der Albtraum mancher Leute. Aber... So, da ist einer... Einen Schuss kriegen wir noch. Oh nein, scheiße. Das lebt immer noch. Fuck, wir müssen auch gleich die Pet-Quest machen. Geil, das ist, glaube ich, Leder, ne? Ne, ist Stoff. Brauchen wir nicht. So, jetzt haben wir erstmal eine ganze Menge Sammel- und Collect-Quest. Wir können den Rare-Mob da gleich mal eben killen. Ich weiß nicht, ob der hier... Ich glaube, der edit nicht. Die haben wir schon so outpaced. Jetzt kommen wir leider eine Menge Töte-einfach-Millionen-von-irgendwas-Quests. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken. Einblenden, so. Die Quellsteine haben wir. Uns beide Nüsse hier vorne holen. Dann laufen wir zu dem Lager und killen da mal eben alles. Da ist auch der Rare-Mob und da ist eine Truhe fast immer. Schade, das kriegen wir jetzt natürlich nicht los, ne? Jetzt müssen wir den Mili. Ah, der tötet uns im Mili, befürchte ich. Oh oh. Aber wir haben noch die Attacke. Ja, der Mist, der war's. Damit sterben wir. Das kostet uns Zeit. Das wird uns Zeit kosten. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Ah, vielleicht sterben wir nicht, aber... Wir haben auch nichts zu essen. Aber eine zweite Tasche. Du, vom... Es kommt immer, ne? Der WoW gibt, WoW nimmt. Trauen wir uns? Ja klar, trauen wir uns. Wir sind ja keine Noobs. Nice. Gib her. Ah, und da haben wir auch schon das Herz. Ein Traum. Mehr Quellen-Items. Nice. So. So. Die Äpfel, die du verkauft hast, wären perfekt. Ja, ich dachte natürlich ganz arrogant, dass ich sowieso keinen Schaden nehme, aber wir wurden eines Besseren belehrt. Aber wir sind nah an dem Punkt, wo wir keinen Schaden nehmen. Also passt das schon.
Was liegt da? Erwachsener-Ebene-Schreiter. Hast du nicht gesagt? Den haben wir da liegen lassen. Shit, ich hätte Ledern annehmen sollen. Weil mehr Geld, bessere Waffen und so. Für richtiges Hardcore-Tryharden hätte sich das... Schwer zu sagen, weiß ich nicht, ob sich das gelohnt hätte. Weil man kriegt schon mehr Geld und mit mehr Geld kann man sich halt von den Wendern die Waffen kaufen und so. Shit, ich muss halt den drücken. Die Wölfe sind auch nervig, weil die so extrem schnell sind. Ja. So, den können wir noch mitnehmen. Mann, ey, das nervt, dass sie so schnell sind. Gute Frage, weiß ich auch nicht, ob sich in so einem Speedrun Ledern mitnehmen lohnt. Weil man halt, ob das Geld einem dann so viel mehr Bonus gibt, weil man halt dann einfach mehr Gegner tötet in kürzerer Zeit. Weil am Anfang ist Geld schon ein krasser Faktor. Auch später im Leben meistens. Ich muss erstmal einkaufen. Du, komm aber später wieder. So, den wollen wir uns holen. Den wollen wir sogar schnell holen. Das ist zu bald. Na geil, das ist einer von denen. Umso besser. Die machen nämlich richtig lausig wenig Schaden. Ah, du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Danke dir. Also, hat jetzt. Aber im Melee hätte der uns schon was gebracht, der Aspekt. Nein, der klaut uns jetzt unsere Truhe und unseren Rare Mob. Ne, macht er nicht. Ehrenkuh. Nice. Was ist das denn? Eure Fähigkeit Wildtier zähmen wirkt aber. Ach, das ist das. Ich weiß nicht, ob wir den alleine pullen können. Ach, wer. Alles egal. Shit, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass wir das so hinkriegen. Shit, der andere heilt den? Ah, jetzt sterben wir an dem, weil der ist hart. Das lebt immer noch auf. Der tötet uns jetzt. Weil mit dem zweiten dazu... Oh, ich komme hier mal auf das C. Oh, so ein Zeitverlust, der Zeitverlust. Ärgerlich. Oh nein, wie dumm. Zum Glück sind wir noch unter Level 10. Aber dann können wir Kirschen dann aufheben. Oh, das war richtig dumm. Das war so unnötig dumm. Oh Mann, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich da gestorben bin. Das war richtig dumm. Diese Tasche ist voll. Fuck, war das dusselig. Aber pass auf. Hier ist der Lederer, glaube ich. Seid gegrüßt. Ja, war aber auch dumm. War dumm. An dem sterben aber in Hardcore auch immer richtig viele. Ich würde sogar sagen, es ist ziemlich Nummer 1 Killer. Seid vorsichtig. Also, wo ist der Lederer? Der ist es, ne? Ja. Nehmen wir schnell an, holen uns das Messer. Ich glaube, dass das was bringt, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, dass das sinnvoll ist, das auch mitzunehmen. Seid gegrüßt. So. Möge die ewige Sonne. Muss ich auch glauben. So, weiter geht's. Dann... Okay, machen wir da vorne die Quest weiter. Der Hocker der Horde. Ja, so, wobei so ein bisschen. Es war schon, als ich Hardcore gespielt habe, der war schon krass in den Kills, die der so raushaut. Fuck, aber so. Ich muss mich jetzt mal wieder fokussieren. Das ist richtig dumm. Wir brauchen jetzt Levels. Wir gehen da vorne hin, machen da weiter. Währenddessen killen wir die ganze Zeit die anderen Quests. Sammeln eben hier die Nuss auf, dann haben wir die Quest fertig. Wie sieht es mit unserem Ruhestein aus? Noch nicht gut. Das heißt, wird aber das nächste Mal können wir nicht mehr den anderen benutzen. Da müssen wir gleich so langsam, glaube ich, an einen Punkt kommen, wo wir... Wobei fairerweise, nach Level 10 ist es halt so, dass für jedes Level, das ihr habt, kriegt ihr quasi eine Minute wieder Benebungsnachwirkung. Das heißt, bis Level 11, 12, 13 oder so kann man das schon auch relativ solide machen. Danach wird es ein bisschen nervig. So... Oh, hier kommen immer mehr Leute, hier kommen immer mehr Leute. Ich lese Nachrichten so gut ich kann. Also es kann sein, dass ich mal Nachrichten nicht lese, weil ich einfach, ne, gerade voll drin bin. Ich muss näher ran. Den müssen wir leider ein bisschen effektiver killen. Also ein bisschen leiden.
Nice, haben wir auch. Ach, wir können die jetzt ledern. Nicht vergessen, Hauke, nicht vergessen. Dafür haben wir uns das Messer geholt. Da liegt die nächste Nuss. Das ist zu. Und dringend eine bessere Schusswaffe. Wir haben leider immer noch keine gefunden. Die würde uns gerade extrem viel bringen. Aber wenn wir Glück haben, ist die Lederinvestition so gut, dass wir damit genug Gold rausholen, dass wir uns eine Waffe kaufen können einfach. Wir haben auch gleich endlich mal wieder ein Level up. Das ist natürlich auch ein großer Ledernhauke, sonst bringt das alles nichts. So. Das ist aber eine komische Art, Doku. Hallo, hallo, hört jetzt auf hier. Heute ist noch nicht Doku-Donnerstag. Oh, warte mal kurz. Jetzt ruft jemand an. Da kann ich nicht rangehen. Scheiße. Da würde ich überhaupt nicht rangehen. Fuck, aber das ist voll wichtig. Naja, da kann ich nicht rangehen. Doch, mach ich ganz schnell. Warte, das ist auch lustig. Ich bin sofort wieder da. So, sorry, da bin ich wieder. Es ist richtig gut, dass ich rangegangen bin. Das wäre eine richtige Katastrophe, wenn ich da nicht rangegangen wäre. Es ging nämlich darum, dass wir auf der Bühne präsentiert werden sollen mit dem Morin Männerspiel. Also Markus, der ist nicht erreichbar. Und jetzt hat Valentina, die organisiert die Indie Arena Booth, mich angerufen und gesagt, können wir euer Bild einfach benutzen und euch den vom Rechner ziehen. Und wäre ich da jetzt nicht rangegangen, hätten wir diese Promo nicht bekommen. Das Problem ist, wenn die jetzt scheiße läuft, der Bild, sind wir natürlich auch am Arsch. Also gucken wir mal, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ach, wir haben das schon. Okay, ich brauche die nicht mehr. Ist bei dem aus? Gut. Die Truhe gehört ihm. Ich nehme den mal weg, aber die Truhe lassen wir ihm. Oh. Will die Truhe gar nicht, oder was? Umso besser. Leder. Die Vögel haben kein Leder, glaube ich. Vielleicht doch. Werden wir gleich sehen. Ach, der hat die Truhe wahrscheinlich schon ausgeräubert, ne? Darum ist der da nicht heiß drauf. Scheiße. Oh, oh. Ja, nice. Nehmen wir sofort. Unsere Truhe. Nein! Das ist zu. Oh, nee. Ah, fuck. Nein, machen wir nicht. Es ist mir zu riskant. Da sterben wir wieder. Jetzt aber Truhe. Alter, die rotzt ja weg. Vielleicht hätten wir Schamane spielen sollen. Geil, hat nichts gebracht. Kompletter Quatsch. Nice, so. Nice, so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob der Melee... Oder war das der Melee oder der... Ne, ist der Bogenschütze. Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Ich war völlig aufgeregt, als der Anruf kam, weil ich auch... Ich habe den Namen gesehen und sofort gedacht, okay, das ist richtig wichtig. Da kann ich jetzt nicht rangehen. So, so, so. Da, den brauchen wir auch noch. Ich weiß halt nicht mehr, wie viel ich von welchen brauche und so. Ich sollte so weniger Spells auf die verwenden, weil die sind easy zu killen. So, zack, so.
Um was geht's hier? Also, ich muss in 2 Stunden so viele Levels machen, wie es geht. Das Problem ist, ich habe gerade, bin ich einmal richtig dumm gestorben, da haben wir richtig Zeit verloren. Ich muss also jetzt hier echt gucken, dass ich wieder ein paar Levels reinhole. Deswegen tryharde ich jetzt ein bisschen und versuche mich so halb wie ich kann, so gut wie irgendwie möglich auf den Chat zu konzentrieren. Bin aber zugegebenermaßen nicht zu 100% nur im Chat. Komm, einen Schuss noch. Nee, schade. So, ledern. Ledern. So, ich muss für jedes Level, das ich mache, gibt es mehr Preise für euch zu gewinnen. Für jedes dritte Level gibt es eine Collector's Edition von World of Warcraft The War Within. Und für jedes reguläre Level gibt es ein Fanpaket. Im nächsten Level sind wir Level 9, da habe ich die dritte freigespielt. Das heißt, wenn wir jetzt... Ach, ich habe schon Level 9. Geil, dann haben wir die dritte ja schon freigespielt. Das ist ja völlig an mir vorbeigegangen. Ach, da ist wieder ein... Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Nice. So. Das ist die Kurzfassung. So, ich schaffe leider nicht in den nächsten 3 Minuten das nächste Level, was Hammer gewesen wäre, weil das für die, fürs Narrativ wäre das natürlich Hammer, ne? So in die ersten 10, in der ersten Stunde. Aber wir kriegen ab 10 ja auch ein Pet. Ich weiß auch noch nicht, was ist denn die Meinung so zu, machen wir die Pet-Quest oder machen wir die nicht? Ich habe ehrlich gesagt gerade nicht so ein richtiges Bauchgefühl dafür, ob das jetzt schlau ist oder nicht, die zu machen. Mann, ich komme immer auf die C-Taste. Ich bin an die Tastatur nicht gewöhnt. Wer hat den geheilt? Ich schäm mich. Dauert, gibt's zu wenig XP. Da bist du locker 30 Minuten unterwegs. Wirklich? Das Ding ist halt ohne Pet. Ich kann natürlich theoretisch das erste Item annehmen, dann habe ich halt zumindest das Kack-Pet, ne? Also dann kann das Pet halt nichts und läuft immer wieder weg, aber dann kann ich halt einfach zumindest, habe ich dann ein Pet. Das geht doch auch, oder nicht? Wo findet man das Gewinnspiel? Ausrufezeichen MSI XWOW einfach mal in den Chat eingeben. Da kannst du ein Gewinnspiel machen und am Ende des Streams findet noch ein Gewinnspiel statt. Und bei dem Gewinnspiel unter dem Link auf Social Media... Da wird auch, wenn du das eingibst, wird das beschrieben, wie du das machen musst. Du musst beiden Kanälen folgen und dann einfach kommentieren. Nice. Die brauche ich nicht mehr. Ich brauche nur noch die Gerber. Die Gerber sind hier aber nicht so richtig viele. Brauche ich noch Präriewölfe? Muss ich nicht so Pfoten von denen sammeln oder so? Ich dachte irgendwie, ich hatte noch eine Quest für die. Nee, die haben wir. Okay, geil. Ah, fuck, wir brauchen doch noch Ebenenschreiter. Die droppen das nur überhaupt nicht. So eine Kacke, ey. Da kannst du einen PC gewinnen, die limitierte Grafikkarte, die ich eben schon gezeigt habe, mit so Backplates und so, mega geil. Also eine RTX 4070 Slim, die speziell eine 20 Jahre WoW-MSI Edition ist. So, ja, da ist ein Gerber, den nehmen wir mit. Und du kannst da auch nochmal Collector's Editions gewinnen und am Ende dieses Streams Collector's Editions und Fanpakete zu gewinnen. Und dann im YouTube-Video auch nochmal. Also keine Sorge, wenn du am Ende merkst, fuck, ich schaff das nicht, ich kann nicht am Stream oder ich gewinne am Ende nichts, kannst du immer noch aufs YouTube-Video warten, das ist immer noch eine gute Chance, das abzustauben. So. Da auf den Link einfach klicken, das passiert auf Instagram. Es gibt das auch auf anderen Social-Media-Accounts, soweit ich das verstanden habe. Aber Instagram ist schon der, den wir hier bevorzugt bewerben. So. So, was zack ich. Das lebt immer noch. So. Scheiße, die erste Stunde ist tatsächlich rum. Also ich sage ja, 12 muss ich mindestens noch machen, das schaffe ich. 15 wird hart, glaube ich, leider. Scheiße, ey. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, das mache ich richtig locker. Da war ich ein bisschen hochmütig. So. Ich glaube, wir sollten tatsächlich hier nach, vor allem einfach mal die Flachland-Pumas in Angriff nehmen und so. Da ist ein Gerber. Brauche ich überhaupt nicht hier.
Schade, hab kein Instagram. Du kannst trotzdem beim YouTube-Video mitmachen und beim Regelujan. Es gibt außerdem auf Twitter und Facebook gibt's das Gewinnspiel auch, soweit ich das verstanden habe. Also wenn du irgendwas davon hast, kannst du mitmachen. Wenn du nichts davon hast, gratuliere ich dir erst, aber sag dir dann, dass du trotzdem dann leider nicht am Gewinnspiel teilnehmen kannst. Kann ich noch nicht wirken. Können wir nicht looten, leider, ist, was es ist. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die Wildfurienkrallen können wir da hinten machen, die Werkzeuge auch. Wir laufen jetzt also zurück, versuchen noch so viele Ebenschreiter mitzunehmen, wie es geht. Es wird ein bisschen nervig, dass wir das nicht, also da die Folgequest nicht haben, aber das ist dann halt so. Aber jetzt machen wir noch schnell die Ebenenschreiter. Da haben wir noch keinen von gedroppt gekriegt, ne? Er hat noch keiner einen gedroppt. Ist ja richtig dumm. Ah, das sieht stoßig. Was war das hier? Das hier, ne? Wir haben noch keine Ebenenschreiterkralle. Wir können jetzt hier auch noch 20 Minuten rumrennen und Ebenenschreiter farmen. Gibt's ja auch was zu gewinnen. Es gibt überall was zu gewinnen. Es gibt Gewinne, 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 Gewinne. Welcher Loser ist denn da gestorben? Ich bin außer Reichweite. Ich hab schon wieder vergessen zu ledern eben, ne? Scheiße. Ah, wir sind nicht weit weg. Okay, geht noch, geht noch. Okay, wir haben jetzt zwei Krallen. Conny, machen wir jetzt die Krallen. Die holen wir uns jetzt. Dann haben wir die Quest fertig. Dann haben wir die Quest fertig. Ey, fast 900 Leute wieder da. Geil. So. Ich muss natürlich noch so ein bisschen gucken, dass ich hier irgendwie halbwegs den Kram zusammenkriege. Ach, hier können wir uns auch gleich, hier ist so ein, hier fliegt so ein Vogel rum, den brauchen wir auch. Dann kriegen wir die Quests. Die Quests geben halt so fucking viel XP einfach mit dem Bonus auch. Und dem, das Gold haben wir doch. Fuck, ey. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass wir deutlich mehr Geld haben. Weil mehr von der Kohle hätten wir uns halt gleich einfach echt direkt so einen Bogen kaufen können, der unser Leveling natürlich einfach mal zehnfache beschleunigt hätte. Ich habe halt auch ein bisschen gedacht, dass wir gleich mal einen Bogen-Drop kriegen oder so. Aber ist auch nicht passiert. Immer noch auf. Also richtig lucky sind wir nicht, was Loot betrifft. Ich versuche mich zu beklagen, damit das Spiel vielleicht einlenkt und sagt, der arme Kerl. Oh, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Das kriegen wir nicht leichter geschenkt als jetzt. Kollege, bleib stehen. Leder, 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 Leder. So. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen, junger Mann. Bleib doch stehen. Was führt euch hierher? So. Das haben wir leider hier. Sind, glaube ich, keine Ebenenschreiter auf der Seite. Mann, das ist so nett. Wo macht man das aus mit der Kamera? Ich glaube, das ist irgendwo bei Steuerung. Und es gibt das irgendwo, dass die Kamera nicht automatisch. Intelligenter Drehpunkt. Ich glaube, das ist das, ne? Ne, das ist das nicht. Intelligenter Drehpunkt kann an. Warte mal, schwenkt da automatisch folgen. Nein, nur bei Bewegung. Nur bei Bewegung, das ist, was ich suche. So. Geil, so. Wir geben jetzt trotzdem einfach schon mal ein paar Quests ab, weil wir können halt auch nicht... Ah, wobei... Ach ne, komm, geben wir ab. Und dann laufen wir da rüber und machen da den Rest für dieser Quest. Ich würde ja gerne mal ein Pen and Paper Abend Budi, Simon, Eddie und Nils gewinnen. Das wäre bestimmt ein Gewinnspiel. Du meinst wie? Dass du mit denen spielst quasi? Das ist aber auch wirklich holla die Waldfee. Das wäre ein Gewinnspiel. Da wärst du, glaube ich, nicht der Einzige, der da mitmacht. Ach, Subs. Ich habe meine eigenen Subs noch überhaupt nicht beworben. 864, als hätte ich nie eine Pause gemacht. Das ist ja der Oberhammer. Wir sehen uns wieder. Wir heben unser Zeug verkaufen. Und dann ganz doll hoffen, dass wir uns eine bessere Waffe leisten können. Das würde uns nämlich sehr entgegenkommen, wenn dem so wäre. Muss das verkaufen können? Nicht so richtig, ne? Seid gegrüßt. Alles weg, muss alles raus. Wir brauchen das doch alles eh nicht. Nein, das brauchen wir auch alles nicht. Alles Quatsch. Tschüss. So, wer hat hier? Rüstungsschmied, Lederrüstungshändler, Waffenschmied,
Schusswaffenschmied, gib her. Ah, ich habe das richtig. 4 Silber, die ist aber auch schon viel besser als unsere. Ja, fuck it. Geht mit der Erdenmutter. Dann sollten wir es nochmal ein bisschen. Seid gegrüßt. Können wir nicht zurückverkaufen. Seid vor. So, jetzt hier geballert. Nice, hat sich gelohnt. So. Quest abgeben, Level voll, Jägerlehrer, hoffen, dass wir neue gute Spells kriegen. Nächste Quest. Und dann haben wir nämlich Level 10. Ab 12 habe ich eine weitere Collectors Edition dazu geholt. Scheiße, jetzt habe ich ein bisschen Druck. Grüße. Boah, 1:06 ist schon rum. Möge die ewige Sonne euch bescheiden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, man muss nicht mal das Wasser trinken, ehrlich gesagt, ne? Irgendwie haben wir gesagt, man muss nicht mal das Wasser trinken mal. Man kann einfach die Quest so machen. Wo ist der Jägerlehrer hier? Ich weiß es nicht. Wo ist der Jägerlehrer? Ah, da steht ein Typ. Wie lange ist das? 2 Stunden. Der Timer läuft oben rechts. Grüße. Lebt wohl. Bringt mir das dann von der Blatt. Nee, hier schauen wir nicht. Auf bald. Wo ist der Jägerlehrer? Weiß das jemand aus dem Kopf? Fuck, ich weiß es nicht mehr. Steht der nicht hier? Freunde, ihr müsst härtere WoW-Nerds sein, damit ihr mir helfen könnt. Ich dachte, der ist irgendwo hier. Das ist Druide, das ist, glaube ich, Schamane. Wo ist denn der Jägerlehrer? Fuck, ist der im Zelt? Mann, ey, ich weiß nicht, wo der ist. Nein, der ist hier nicht. Scheiße. Beim Angler hinten muss ja dann, ne? Geht ja nicht an. Das ist der letzte Spot, wo er sein kann. Also... ist beim Angler. Sagen wir jetzt einfach, der ist da. Müssen wir jetzt fest dran glauben. Da steht jemand. Da ist der Jägerlehrer. Wir haben jetzt auch Level 10, Freunde. Wir haben den ersten Skillpunkt. Wir nehmen natürlich das. Gesundheit des Tieres um 3%. Beim Aktivieren des Aspekts des Falken stellen wir normalerweise. Für 2 Sekunden. Ja, nehmen wir mit. Völlig egal. So. Komm her. Nimm. Friede sei mit euch. Mögen die Vorfahren beschützen. Ja, ja. Scheiße, jetzt schon kein Geld mehr. Willst du mich verarschen? Wir können uns ja gar nichts leisten. Geht in Frieden. Okay, wir haben... was haben wir bekommen? Nice. Erschütternder Schuss. Achso, das ist das mit dem Slow. Ist auch ziemlich gut, ne? Können wir eigentlich richtig gut gebrauchen. Das Problem ist, dass wir überhaupt keine sinnvollen... aber können wir hier machen. Ja, geil. So, da kommt das hin. Scheißegal. Ah, ne, da kommt unser Pet gleich hin. Ah... mach so. So, passt schon. So. Und dann haben wir Raptor Strike 2 bekommen. So. Passt schon. Los geht's. Wir müssen eh nur schnell leveln. Alles andere ist egal. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß. Ich bin schon sehr gespannt auf Morrow Manor. Danke, danke. Ich bin auch schon sehr gespannt. Ich finde die Abenteuer super interessant, die wir vorbereitet haben. Okay, dann sehen wir als Erwachsenen Ebenenschreit. Das ist okay, geil. Die sind nämlich, glaube ich, hier. Und dann benutzen wir den einfach erstmal als Lame-O-Pad für die Zeit. Den brauchen wir nicht, aber den brauchen wir. Okay, nice. So, dann holen wir uns den hier. So, den brauchen wir noch. Fuck, fuck, fuck. Okay, den brauchen wir noch. Mann! Der zählt nicht, wir brauchen den. So, dann können wir den mit dem. Das ist zu entfernt. So. Ich fand die Welt in Pandaria auch echt schön. Ich muss gestehen, mir hat Pandaria auch Spaß gemacht, ne? Also Pandaria kriegt ja irgendwie immer, frisst halt nur Kaka, so. Aber ich find's ehrlich gesagt richtig gut. So, warte, können wir jetzt, haben wir das dann? Oder müssen wir uns dafür ein Makro jetzt bauen? Scheiße, müssen wir ganz schnell machen. Slash Makro. Ah, die habe ich, die habe ich. Warte, warte, warte. Fuck, habe ich noch Pet Attack und so? Weiß keiner. Was sind denn das für Makros? An die kann ich mich überhaupt nicht an, dass man... scheiße, scheiße, scheiße. Okay, neu. Völlig egal. Pet Attack.
Okay. Slash Pet Attack ist das, glaube ich, ne? Attack. Ich glaube, das ist das. Nein, das ist ein Wort, glaube ich. Scheiße. Ist, glaube ich, Pet Attack. Jawohl. Und dann sollten wir uns noch eins für Pet Follow machen, schnell. Neu. Irgendwas, völlig egal. Follow. Okay, so, slash Pet Follow. Speichern. Und das ziehen wir uns hier hin. So. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann man ausprobieren, ob es noch geht? Jo, geht. Ein Traum. Jetzt werden Zwerge gelyncht. Es ist zwar jetzt voll scheiße, das Pad, aber es funktioniert. Es ist ein bisschen mehr extra Damage. Kann halt nix und so, aber besser als gar nix. Besser als gar nix. Machen wir nicht, den brauchen wir nicht. Wir sollten uns wirklich beschränken auf die Sachen, die wir brauchen. Davon die Zwerge. Noch 48 Minuten. Hört auf! Nice. Haben wir die rare Zutat bekommen. Was fehlt uns jetzt noch? Nur noch das Flachland-Puma-Ding. Die laufen hier auch rum, die Flachland-Pumas. Ich weiß, dass ich den nicht geledert habe, aber wir haben nicht immer für alles Zeit. So, den brauchen wir noch. Einen Ebenenschreiter, komm schon. Nice, haben wir. Wieder eine Quest fertig. Sollte am Ende halt auf jeden Fall echt versuchen, so lange, wie es irgendwie geht. So. Ach, scheiße. Aber umso besser, gratis Leder. Nur, es heißt, hier ist jemand und wir brauchen die Zwerge ja auch. Nein, da hat jemand den Puma getötet. Bisschen weniger Schaden für dich, bisschen mehr Damage. Was? Achso, ja. Ja, bringt halt nicht viel, aber ist schon besser als kein Pet haben, ne? Muss man sagen. Also man unterschätzt auch gerne, wie viel das schon bringt, so ein Pet. Das ist halt jedes Mal, ich muss das nicht auto-attacken. Machen wir hier, so. Der hat die getötet, die Truhe ist weg. Das ist cool, brauchen wir nicht helfen. So, da vorne müssen wir gleich hin. Nochmal das mit der Grafik machen. Was war das hier unten? Niemals so. Ich bin schon ganz stolz, ehrlich gesagt. Der Damage ist schon gut, den das Pad macht. Also wir können das Pad crap talken, aber es macht guten Damage. Nice, wir haben einen Trank. Nice, Schlüssel. Keine Ahnung, ob uns der viel bringt, aber kann man ein bisschen Zeug rauskriegen. So, ich glaube, die Truhe ist da unten unterm Tisch. Ne, ich glaube, hier ist keine. Ich glaube, da muss man unter den Tisch gehen. Taure habe ich mir ausgesucht. Guter Punkt. Ich weiß auch nicht, ob Taure jetzt eine gute oder schlechte Entscheidung war, ehrlich gesagt. Mein Eindruck war, Taure und Startgebiet ist für Jäger sehr schnell. Aber bisher sind jetzt auch nicht langsam, ne? Es könnte noch ein Tick schneller sein. Das
jetzt gerade aber auch sehr viel Loot-Pech, ne? Weil er irgendwie gerade gefühlt überhaupt nicht das droppt, was wir brauchen. Das Pet hat uns gerade einen Arsch gerettet, das Pet stirbt jetzt aber leider. Muss jetzt gleich ein neues fangen. Weil wir können es nicht reviven. Also ich habe den Spell einfach nicht, das Pet wieder zu beleben. Wie viele Tools haben wir? Wir brauchen 5 oder so, glaube ich, leider, ne? Scheiße, ist richtig kacke, dass das Pet gerade gestorben ist. Richtung. So. Ich muss auch gestehen, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich das alles noch ein bisschen geiler. Ah, da ist einer. Geil, das wusste ich gar nicht. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich das alles noch ein bisschen geiler organisieren. Aber jetzt gerade ist da so, dass ich einfach denke, fuck it, ich muss mich beeilen, Weil ich habe schon so ab und zu, dass ich Tasten habe, die ich gerade drücken wollen würde, aber es klappt dann nicht so, wie ich das gerne hätte. So, bitte. Macht, dass der das jetzt einfach droppt. Komm schon. Oh Mann! So. Können wir einfach mal kaufen. Diese Tasche ist voll. So, komm schon, bitte. Gib jetzt einfach. Nein. Mann, ich brauch doch ein Werkzeug. Da ist es. Ist die besser als unsere? Ja. Fertig. Okay, geil. 9er Ebenenschreiter holen, Harpien killen, weiter geht's. So, jetzt mal ein bisschen tryharden hier weg. Diese Tasche ist voll. Diese Tasche ist voll. Diese Tasche ist voll. Diese Tasche ist voll. Die Frage ist, ich weiß nicht, ob nur hier diese erwachsenen Ebenenschreiter sind oder die bis da unten sich runterziehen. Nein, die sind nur hier. Das heißt, wir müssen jetzt einmal kurz nach rechts einen neuen Ebenenschreiter holen, weil der ist schon ein krasser Vorteil. Da ist einer. Das ist aber nicht Cataclysm, oder? Nee, das ist Season of Discovery, was wir spielen. Weil Season of Discovery war so der Eindruck von mir, dass das vom Level Speed am besten passt. Der Stream ist stellenweise wirklich sehr laggy. Aber das war jetzt schon eine Weile her, dass du geschrieben hast. Ich hoffe, es hat sich gebessert. Also wir haben, glaube ich, eben mal versucht, das zu verbessern. Ich glaube, es hat sich was getan. Behaupte ich einfach, hoffe ich einfach. So. Jetzt können wir die Harpien killen. Ist die Frage, ob wir das überhaupt machen. Oder ob wir jetzt einfach... Ah, der Puma. Ganz dringend. Wir ganz viel Glück haben. Nice. Ganz viel Glück haben, droppt einer von denen seine Kralle. So. Scheiße. Ein bisschen die Hoffnung, dass das sofort klappt. Komm. Hier, da ist er. Komm schon. Komm schon. Nein. Komm, wir brauchen eine Kralle. Es ist relativ, das ist ein ziemlich XP-heavy Quest. Das lohnt sich schon immer doll. Scheiße. Ich glaube, auf dem Weg dahin kommen nur noch ein oder zwei. So, jetzt müssen wir die Harpien... Ich befürchte, die Harpien werden schon eine der letzten Quests, die wir noch schaffen können. Weil die dauern ziemlich lange. Die Harpien sind extrem nervig.
Das ist sehr kacke, dass wir die Pumas nicht fertig haben. Wir können aber danach versuchen, hier unten noch Pumas zu holen, auf dem Weg rüber zu der Höhle, weil nach der Höhle teleportieren wir zurück. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Werkzeuge haben wir. Das können wir nicht mehr schaffen. Das ist einfach... Ah, wobei, während er sagte, sieht er ein. Das lädt immer. Nice. Da lag gerade leider ein Puma, den hatte jemand sich geholt. Also die brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber sehen wir, irgendwie die alle droppen, glaube ich, diese... Die Challenge habe ich mir ausgesucht, genau, weil ich die knackig genug fand, sodass es halt spannend bleibt. Ich finde jetzt ehrlich gesagt ganz gut, die Challenge-Menge. Weil es ist jetzt so, dass es nicht völlig unmöglich ist, aber auch nicht easy und so... Also wenn ich jetzt einfach den Git-Good-Mode anschalten würde, wäre es schon auch drin, dass ich die 15 schaffe. Also auch, ist auf jeden Fall machbar, die 15 Level zu machen. Dieser Zauber ist nicht bereit. Schon die nächste Kralle. Nice. Nice. Und nochmal der wichtige Hinweis ist ja auch, es kommt danach ein Meet and Greet. Ne? Ich bin nicht nur zum Spielen hier, sondern in, ja, jetzt ungefähr ein bisschen mehr als einer halben Stunde ist ja auch dann so, dass man hierher kommen kann. Also ihr könnt doch jetzt schon hierher kommen, aber in einer halben Stunde machen wir das Meet and Greet. Und dann könnt ihr vom Nordausgang... Oh, mega... / thanks. Vielleicht war das der Bank, der uns fehlte. Dass ihr herkommen könnt... Wir können dann gemeinsam machen, wir können ein bisschen quatschen, Fotos machen und so. Vom Nordausgang fahren einfach Rikschas hierher. Auf den Rikschas steht auch schon MSI. Also quasi nicht zu übersehen. Schnell wieder zurücknehmen, das gehört sich nicht. Egal wie eilig man es hat, man klaut keine Mobs, das ist einfach widerlich. Insbesondere nicht von Castern. Auch Quatsch, von jedem nicht. Von niemandem klaut man Mobs, das gehört sich einfach nicht. Kann sein, dass der XP-Boost nur Mobs-Grinden schlauer gewesen wäre, ne? Aber machen wir jetzt gerade. Sehen wir jetzt mal, ob es sich jetzt so anfühlt, dass wir irgendwie krass viel schneller sind. Also gefühlt ist es auf jeden Fall ein fürstlicher Speed, das stimmt. Das Gute ist, wenn wir Auto-Attacken, dann... Kommt sogar halbwegs hin, dass die Mobs wirklich bei unserem kleinen Viechchen bleiben. So, wir kommen aber gerade gut voran. Ja, die geben super viel. Also die Harpien, muss man sagen, geben jetzt besonders viel, weil die auch sehr hoch sind vom Level. Vielleicht ist was dran. Ne? Ich könnte natürlich jetzt auch noch ein bisschen hier hart einfach stumpf Harpien grinden. In der Hoffnung, dass wir hier noch zwei Level machen oder so. Weil wenn ich jetzt zurückporte, ist natürlich ein Problem, dass ich erstmal an einem Punkt bin, wo ich nicht mehr viel XP kriege. Da ist was dran. Ist das gar nicht so eine dumme Idee. Also einfach zwischendurch jetzt mal so ein bisschen mal ein Level hier stumpf 10 Minuten zu grinden oder so. Stimmt, ja, das ist ein guter Punkt. Ja, einfach hier grinden, solange ich Muni habe. Vor allem die Harpien sind gerade, muss ich sagen, von allen Gegnern, gegen die wir in letzter Zeit hier so gekämpft haben, um Längen die einfachsten. Die sind extrem einfach zu killen. Im Verhältnis zum Beispiel zu den Zwergen und dem ganzen Mumpitz. Die hier wirklich easy sailing. Weiß gar nicht, also habe ich noch nie drüber nachgedacht, ob die Pets in diesem Zustand leveln können. Also ob das Pet XP kriegt. Ich glaube halt nicht.
Aber können wir nachgucken? Sehe ich gerade. Warte, mir fällt gerade ein, wo man es nachgucken kann. Nee. Kann's nicht. Ich glaube nicht, dass das Pad XP hat, ehrlich gesagt. Eieiei. Okay, wir haben gleich Level 11. Das heißt, wir schaffen, würde ich sagen, mit Quests und so auf jeden Fall Level 12. Das heißt, wir kriegen mindestens 4 der Collector's Editions, auf die wir hoffen, kriegen wir, wenn es weiter so gut läuft. Dann ist die Frage, ob wenn ich meine ganze Muni jetzt hier einfach wirklich, oder nahezu meine ganze Muni hier stumpf weggrinde, ob ich da nicht eine solide Chance doch noch habe, die 15 zu machen. Das wird, glaube ich, richtig hart, da müssen wir uns richtig ranhalten. Müssen wir halt einen Schnitt von irgendwie alle 10 Minuten Level, ne? Ist auch die Frage, ob es nicht besser gewesen wäre. Nee, ist Quatsch. Das ist auch Quatsch. Genau, das wieder. Auch wenn sich das kaum lohnt. Was ist eine Truhe? Was ist die Collector's Edition? Also, alle 3 Level schalte ich eine Collector's Edition frei, die wir dann am Ende raffeln können. Das ist quasi meine Challenge. Das heißt, ihr müsst im Grunde nichts machen, außer mitfiebern oder mir schlaue Tipps geben, damit ich noch schneller oder noch besser bin. Jetzt schon mal anfangen, hier das Inventar leer zu machen. Ich kann das nicht angreifen. So, währenddessen mache ich mal Inventar runter leer. So. Leider auch kein Addon, das mir sagt, wie viel Zeug wert ist. So. Ich bin außer Reichweite. So, das ist auf jeden Fall Silber wert in meiner Erinnerung. Brauchen wir nicht. Ach, 15 wird richtig hart. Also, pures Grind ohne. Ich überlege gerade, was sind denn die Folgequests dann? Da müssen wir zu dem Brunnen. Die ist nicht so richtig krass viel EP, leider. Dann sind halt keine harten Killquests mehr direkt danach, leider. Aber die in Thunderbluff, ne? Wir könnten natürlich theoretisch nach Thunderbluff reinlaufen und sofort die nächste Harpien-Quest machen. Weil die da oben, die Harpien, das ist auch eine richtig stumpfe Killquest, die richtig viel EP gibt. Bei den Goblins grinden könnte eine Idee sein, ja. Dann müssten wir aber jetzt... Dann würden wir da jetzt mal rüberlaufen. Inventar ist voll. Fuck, ich weiß nicht, was hier nichts wert ist, das. Ah, das könnte eine Idee sein, dass wir halt jetzt zu den Goblins, weil die Goblin-Quests, die geben auch gut EP. Man muss immer nicht so weit laufen und so. Das lädt immer noch auf. Fuck, mein Nebenschreiter ist verschwunden. Habt ihr es gesehen? Scheiße, offensichtlich können die verschwinden. Das bedeutet... Fuck, was machen wir jetzt denn? 9 holen? Das müsste zu weit laufen. Ah, das ist einer. Boah, haben wir ein Glück. So. Ist euch mein neues T-Shirt aufgefallen? Mal so nebenbei auch als positive Profi-Notiz. Mir gefällt es sehr gut. Ich muss hier kurz mal ein paar Benachrichtigungen wegmachen, weil mir die ganze Zeit Leute schreiben. Nice. Geil, komm mit. Ja, wir brauchen leider immer noch diese Puma-Klaue. Das wären halt einfach free EP, ne? Also es ist richtig dumm, dass wir die nicht haben, weil die Quest danach halt fertig ist. Hier laufen davon halt irgendwie so 5 rum oder so. Aber wir machen erst die Höhle und dann. Ja, ich kann das Pet halt nicht füttern, weil ich die Quest nicht habe. Also ich habe nie die Pet-Quest gemacht, sondern ich nehme die ganze Zeit das Quest-Item stumpf und tame damit immer wieder ein neues Pet. Noch 30 Minuten. Fuck, ey. Okay, wir schaffen auf jeden Fall die 12 mit den Quests. Da wäre ich mir relativ sicher zumindest. Ich habe euch erwartet. Mögen die Vorfahren euch schützen. Friede sei mit euch. Okay. Wir sehen uns. Machen wir, glaube ich, eh nicht. Also ist egal. Wir hatten noch keine Schuhe an. Krass, okay.
Okay, die Pumas können wir schaffen, die Trophäen können wir unterwegs schaffen. Ich glaube, dann haben wir den Ritus. Die Folgequest davon muss man einfach, glaube ich, auch Gegner killen. Okay, geil, hier hat leider jemand die Pumas getötet. Richtig scheiße für uns. Oh Mann, kacke, die hat alle einer gekillt. Wir laufen aber doch trotzdem da vorne hin. Wir holen das Leder, weil das können wir gebrauchen. Aber, nee, komm, brauchen wir nicht. Das Geld ist jetzt kein Faktor mehr. Das lohnt sich nicht. Du hast kein richtiges Pet, ist nur für die Quest da. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Das ist ja, was ich eben sagen wollte, also gesagt habe oder versucht habe zu sagen. Dass das Pet einfach verschwunden ist, das wusste ich nicht. Ich habe das Pet von der Quest noch nie so lange behalten, dass das passiert ist. Und das ist wahrscheinlich genau das, ne? Das Pet hat Loyalität und verschwindet dann einfach. Mann, ey. Inventar ist voll. Wir brauchen doch nur ein Item von diesen beschissen, von diesen interessanten Pumas. Wenn wir Glück haben, können wir den Geisterwolf hier treffen, aber da muss man die Quest, glaube ich, in Thunderbluff abgeben. Da laufen wir jetzt garantiert nicht hin. Also hier läuft so ein Questmob rum, aber... Droppt halt nicht, ne? Droppt halt nicht. Aber was wir machen können ist, fällt mir jetzt gerade ein, das ist nicht dumm. Wir laufen einfach zu dem Investigation Point darüber, sollten wir unterwegs den Puma finden, cool. Unterwegs sollten wir ihn nicht finden, ist halt so. Oh Mann, da ist schon wieder jemand, der die ganzen Pumas umbringt. Ich kann nicht mehr tragen. Da liegen sie alle. Oh Mann, ey, der, da! Komm schon, einen kriegen wir noch raus. Zack, nice. Inventar ist voll. Der hat eine Rune? Alter, was haben wir denn alles bekommen? Alter, ist ja absolut Traum-Items, die wir hier abgestaubt haben. Was haben wir gelernt? Chimärsches? Ja, toll, brauchen wir überhaupt nicht. Egal, weiter geht's. Aber die brauchen wir, hier die Jungs. Das ist eine Quest. Wenn die beide killen, können wir die Quest eventuell fertig machen. Komm, 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 komm. Ich bin außer Wahl. Ich kann nicht mehr tragen. Da fliegen Leute über unseren Kopf. So, einen davon nur noch. Hier war gerade ein Puma. Ich habe ihn noch gesehen. Da. So. Scheiße, ich hab schon wieder gekirschnert. Es bringt uns doch jetzt nichts mehr zu kirschen an. Okay, wir machen noch einen Trophäenkill. Geil, dann haben wir die Quest fertig. Da ist er. Ein Traum. So, jetzt komm bitte noch den Puma, dann bin ich richtig glücklich. Inventar ist voll. Da ist er. Der droppt das jetzt. Mann, der hat das nicht gedroppt. So, da vorne bei dem Ding können wir noch eine Quest machen. Vielleicht treffen wir unterwegs noch einen Puma. Ah! Fuck, 25 Minuten. Aber wenn wir Glück haben, killt der da die Mobs für uns. Jetzt wird es langsam, es wird tight. Das ist bestimmt der Puma-Töter hier. Aber das Geile ist, hier gibt es auch wieder erwachsene Ebenenschreiter. Das heißt, hier können wir Pets nachtanken. Nice, da ist er, da ist er. Ei weg. Zack, so. Die Quest schnell machen, da vorne das, dann zurückporten. Geil. Damit haben wir... Fuck, das Wasser ist schon grau. Scheiße. Aber passiert, passiert. So, vielleicht einen Streuner klauen, bringt uns nichts. Da werden wir nicht mehr ankommen.
Eieiei. Das ist, ich bin auf der Gamescom, aber es ist ein bisschen weg von der Gamescom. Du kannst einfach zum Nordausgang gehen, kannst da in so eine MSI-Rikscha steigen, dann kannst du genau hierher kommen, wo ich bin. Also die MSI hat am Haber Club in Köln, haben die ihr eigenes quasi so einen Seitenstand. Das haben die letzten Jahre immer schon so gemacht. Ich war auch erst ganz überrascht, muss aber sagen, jetzt wo ich hier bin, ich verstehe sehr, sehr gut, warum man das macht. Weil es ist halt erstens ganz geil und zweitens ein ganz, ganz gutes Stück, wahrscheinlich angenehmer und günstiger. Es ist halt auch einfach viel leiser, ne? Was halt ganz geil ist. Also es ist so ein bisschen echt hier so eine Insel der Ruhe im Verhältnis zum sonstigen Messestress. Inventar ist voll. Weiß ich auch nicht, was ich dann wegschmeiße. Den. Ist egal, nehmen wir mit. So, einmal reingucken. Könnte immer eine Waffe drin sein oder so. Können wir brauchen, nehmen wir mit. So. Und ist hier irgendwo das Questding? So, wo ist die, welche Truhe ist das? Die hier irgendwo, ne? Da muss man hier, da, die Kiste muss man angrapschen. Nice, hoffentlich nicht adden. Ich kann nicht mehr tragen. Was? Mann, ey! Oh. Inventar voll die ganze Zeit, ey, ich will doch nur... So. Hoffen, dass wir keinen adden. Wir müssen... Nein, ey. Krass, warum hält denn der so hart wie Aggro? Unser Pet. Inventar ist voll. So, das kann da rein. Können wir hier Platz sparen. So. Hey, ist das Tage auch noch offen? Das ist, glaube ich, die ganze Zeit offen. Also, ich bin mir relativ sicher, dass die ganze Messe offen ist. So, Quest abgeben. Das wird Level 12, womit wir die vierte Collector's Edition freischalten. Seid gegrüßt. Habt günstige Winde. Bin zumindest relativ sicher, dass das Level 12 wird mit den Quests. 13 schaffen wir, 14 vielleicht. Wird aber hart. Also 13 ist noch ganz solide, die Chance. 14 wird richtig tough. Alter, das ist voll laut. Euch helfen? Nice. Sucht er etwas Bestimmtes? Level up. So. Seid vorsichtig. Leider ist unser Pet nicht mitgeportet worden. Ist mir jetzt gerade mal so eben aufgefallen. Scheiße. Puh, ist die Tage. Achso, da war das mit. Ich wünsche mir vier Drittel. Ja, du. Ich habe euch erwartet. Okay. Mit der hier. Also, fairerweise ganz geil. Wir haben jetzt 12. Das bedeutet 4 Collector's Edition. Haben wir sicher. Die fünfte wird richtig knapp. Seid danke dir. Gegrüßt. Geil, das ist sogar, merkt, dass ich Zero Zucker trinke. Hm, oh. So, dann können wir einmal schnell beim Lehrer, weil bessere Spells auch immer nicht so schlecht, ne? So. Ich bin mir nicht sicher, wie viel EP die hier geben. Das wird eng. Mögen euch die Winde leiten. Ich glaube, das Klügste, was wir jetzt machen können, ist uns komplett mit Munition volllagen und einfach hart grinden bis zum Ende. Friede sei mit euch. Lebt wohl. Ja, dann Peripherrschaften nehmen. Okay, weil ich glaube, die Peripherrscher sind da vorne. Ja, 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 so. Bald. Jetzt müssen wir aber eben gucken. Was haben wir denn alles gelernt? Fuck. Arcane Shot 2, nice. Ablenkender Schuss, von mir aus, braucht keiner. Mal, das haben wir Schlangen bis 2, haben wir 1, ne, den benutzen wir auch viel tatsächlich. So. Das Strike brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Zurecht, ja, von mir aus können wir erstmal irgendwo hinpacken. Was haben wir hier oben? Nichts, so. Haben wir schon. Okay, passt alles. Passt alles. So, dann... Wo laufe ich gerade hin? Achso, Munition holen. Also nochmal Munition nachstocken, wir können uns den besseren Beutel holen, vielleicht können wir uns sogar eine bessere Waffe, können wir uns nicht mehr leisten, scheiße. Die Uhr tickt noch 20 Minuten. Ich eile, Freunde. Ich glaube, wir können an dem Totem vorbeilaufen. Grüße. Fuck, wir haben auch gar nicht so viel Zeug, dass wir jetzt doch... Fuck, wir können sogar die bessere Muni holen. Okay. Geht in Frieden. Ach, das ist alles die bessere. Oder war das jetzt die? Das war leichte Geschosse. Warum können wir denn jetzt nicht... Ah, jetzt hat er die. Nice. Okay. Dann benutzen wir erstmal die ganzen leichten.
und hoffen, dass wir die Schweren auch noch hinterher kriegen. Ja, Waffe, ich glaube, du kannst nicht genug Muni verballern. Denkst du, in 20 Minuten, ich rotz richtig Muni raus. So, wir haben... Die bringt nichts mehr, können wir ignorieren. Scheiß drauf. Die überfallene Karawane, wenn wir richtig Glück haben, läuft der hier irgendwo rum, der Kollege. Dann können wir die direkt noch abgeben. Und dann machen wir auch eine Quest. Wenn nicht, fuck it, dann grinden wir jetzt einfach Goblins vor der Mine. Der Weg der Jäger brauchen wir nicht. Ja, die haben aber ja. Ich glaube, hier die Pirscher laufen hier rum. Das heißt, wir können uns hier wieder ein Pet holen. Der Wolf ist, glaube ich, auch besser, was für uns ja auch super ist. Und für was funktioniert der? Für... Ah, da ist er. Oh, Glück gehabt. Nice. Ja, das funktioniert für Präriepirscher. Und die sind hier, glaube ich. Wolf, die Präriepirscher, da drüben ist eine Stelle, wo wir die holen können. Wir sollten uns auch noch einen holen, das lohnt sich noch. Ehrlich gesagt, glaube ich, bin mir 90% sicher, dass da vorne ein Präriepirscher ist. Seid vorsichtig. Geht in Frieden. Nice, dann können wir nämlich die Quest sogar machen. Seid vorsichtig. Auf bald. Geht in Frieden. Wenn man die Quest nicht abschließt, bekommt man einen Vogel mit Cleave. Habe ich jetzt nicht, aber... Ich bin mir relativ sicher, dass hier ein Präriepirscher ist. Also hier am Weg lang. Das, jetzt müssen wir uns darauf verlassen, dass meine WoW... Da ist er. Dass mein Priori... Also dass meine WoW-Knowledge richtig ist. Es sind sogar zwei. Da ist ein Level 8. Boah, Alter. Es, da sag noch mal einer, es lohnt sich nicht, sein halbes Leben in WoW zu verschwenden. Komm, Kollege, keine Zeit. Los, komm. Dann können wir dich am Ende auch noch abgeben, wenn wir es halbwegs zeitig gut hinkriegen. Ja, also, keine Ahnung, ist schon ein bisschen. Also, es ist so ein bisschen traurige Knowledge, dass es hier auch die Pirscher gibt. Ich glaube, da hinten ist aber ein Puma oder so, ist hier auch. Also, ist an irgendeiner Quest ist hier auch ein Mob nur oder so. Aber ja. Also, wir können hier die Typen alle killen. Dann den Vorsteher machen. Das Problem ist, dass ich nicht glaube, dass selbst wenn wir die Quest schaffen, dass wir noch Zeit haben, zurückzulaufen, um die abzugeben. Selbst mit dem Kill-Trick glaube ich nicht, dass das noch klappt in der Zeit. Wobei wir natürlich sagen können, hey, wir machen jetzt irgendwie 15 Minuten und hoffen, dass wir in 3-4 Minuten das abgegeben kriegen. Ne? Dann machen wir den Trick, dass ich sterbe und wir laufen einfach den Weg hoch und runter und hoffen, dass das hinhaut. Wir müssen eh in die Mine rein. Ich muss näher ran. Ich dachte ehrlich gesagt, die wären höher, die Typen. Okay, wenn wir direkt in die Mine, wir arbeiten zumindest grundsätzlich an der Quest. Das ist für das nächste Mal ein Learning, wenn man das mit dem Jäger macht, diesen Trick, ist wahrscheinlich bei der anderen Seite geiler, weil du da das Boar kriegst und das ist natürlich am Anfang einfach das beste Pet, ne? Es ist halt einfach deutlich stärker mit dem Charge und so. Also jetzt mal außen genommen die Eule, die halt komplett overpowered ist, aber so ist das Spiel, Allianz kriegst immer. Nicht mehr looten? Ja, looten dauert dann eine Millisekunde. Meinst du, dass das das ausmacht? Aber du hast recht, ich brauche eigentlich nicht mehr Loot, das tatsächlich. Aber ich könnte halt besseres Gear finden, eine bessere Waffe oder so. Aber die Chance ist sehr gering, da hast du schon recht. Was denn? Alles gut, okay. Ich dachte... So, während wir hard grinden, mache ich nochmal aufs Gewinnspiel aufmerksam. Ihr könnt Ausrufezeichen MSIXWOW in den Chat eingeben. Das ist nämlich die aktuelle Aktion. Zum 20-jährigen Jubiläum haben MSI und WoW gemeinsam Produkte rausgebracht, zum Beispiel eine Grafikkarte. Die kann man bei dem Gewinnspiel auch gewinnen. Einen kompletten PC kann man gewinnen sogar. Dann kann man Collector's Editions gewinnen. Das ist, was ich auch hier euch freispiele. 4 Stück gibt es zu gewinnen. 2 werden wir nach diesem Stream verlosen, 2 dann auf YouTube. Wenn es irgendwie magisch möglich ist, dass ich noch Level 15 schaffe, gibt es noch eine weitere. Und wir verlosen zusätzlich noch Fan-Pakete. Die sind für die ganzen vollen Level, die ich geschafft habe. So, da ist er. Genau, und ganz am Ende machen wir nochmal ein Raffle. Ihr müsst nicht Raffle eingeben, werden natürlich trotzdem wie immer Leute tun. Das gehört sich so. Das machen wir ganz am Ende, raffeln wir dann die beiden Grafikkarten und ich muss dann nochmal durchziehen, wie viele Level-Fanpakete wir dann geschafft haben.
Scheiße, das Problem ist die 15. War wirklich sehr gut geschätzt von mir, leider. Wie viel man so schaffen kann. So. Vielleicht war Jäger auch doch nicht die beste Wahl, wer weiß. Scheiße, hier hat jemand alles gekillt. Aber wenn wir eh nur grinden, kann ich euch wenigstens vielleicht den coolen... vielleicht schaffen wir das sogar. Ich könnte euch eventuell das coole Easter Egg zeigen. So. Komm, da ist er, ne? Das ist er. Ja. Das ist zu weit entfernt. Scheiße. Da habe ich gedacht, dass wir da noch deutlich mehr Damage drauf kriegen, bevor der bei uns ankommt. Ich brauche ein Ziel. Nice, den haben wir. Cool, das haben wir. Das heißt, wir kämpfen uns ab jetzt in die Richtung, von wo ich euch den Funfact zeigen will. Damit werden wir Level 13. Wir könnten sogar 14 noch schaffen. Wir müssen hier lang, ne? Ja. Und dabei grinden wir halt die ganze Zeit. Das heißt, es ist nicht völlig unmöglich, dass wir die 15 schaffen. Ich werde es jetzt sehr schlau anstellen. Okay, ich muss ein bisschen schneller sein mit dem Pad. Komm mit. Das war ganz gut, ehrlich gesagt. Ne, Wolf. Nice, Level 13. Ich muss aufpassen, dass mein Wolf nicht stirbt. Wir haben noch 15 Minuten. Aber wie? Mit den... vielleicht... müsste mir jemand ausrechnen, wie viel genau die Quests bringen. Aber dann nie im Leben. Selbst mit dem härtesten Grind aller Zeiten, glaube ich nicht. Der Wolf. Ich hätte doch erste Hilfe skillen sollen, dann hätte ich den Wolf nämlich heilen können. Ich muss einfach mal ein paar tanken, damit der Wolf mal keine Hits abkriegt. Nice. Ich tausche mal das mit dem aus, so. Ich glaube, wir wollen hier rüber, da müssen wir den aber leider trotzdem machen. Hier ist der Beste, der. Also wir sind jetzt Level 13. Scheiße. Ich glaube, wir verpassen es leider doch verhältnismäßig knapp. 10 Minuten noch. Okay, Leben voll. Genug Mana. Wir können mal wieder einen Kampf vernünftig machen. Zack, zack. Bisschen Tempo. Den killt das Ding. Jetzt stirb. Hier über die Brücke. Vielleicht kann ich euch wenigstens noch zeigen, was, glaube ich, eine Menge Leute nicht wissen als Funfact. Also hier gibt es auch irgendwo einen Rare Mob. Ich weiß nicht mehr genau, wo der ist. Also wir nehmen den zuerst. Das Bell ist halt so scheiße. Der hat auch voll teuer. Aber 3 Mana, nee, ist gar nicht so teuer. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Cool, grindst du das ungefähr 70 KP, aber dann Hardcore Grind. Aber 70 KEP, wie soll ich das schaffen? Ja, wobei, der Grind ist schon hart schnell.
Einfach schneller, mehr. Ich bin außer Reichweite. Gleich verschwindet halt auch mein Pet, ist das Problem. Also irgendwann ist ja gleich mein Pet weg. So, wie viel geben die Quests denn, ist die Frage. Weiß jemand so, also kann man das, das sieht man nicht bei Classic, ne? Oh fuck, hab ich kurz nicht aufgepasst. Kann ich noch nicht mehr? So, komm so mit. Ist das besser als meins? Nein. Genau, am Ende wird verlost, abhängig von dem, was ich an Leveln in den 2 Stunden geschafft habe. Ich habe jetzt 13, vielleicht schaffen wir auf jeden Fall die... Also die 14 ist noch eine Chance da, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt ein bisschen noch grinde und ordentlich Tempo dabei hochhalte... Das Problem ist, unser Wolf darf nicht verschwinden. Das wäre so Katastrophe, wenn der jetzt despawnt. Jo, da ist er despawnt, scheiße. Wir benutzen direkt den Potion. Das wäre aber ja jetzt dann schlau. Ja, wenn wir jetzt sterben, kriegen wir halt den, kriegen wir den Debuff. Dann können wir nicht mehr weitermachen. Das ist dumm. Ich weiß auch nicht, was ist, Klaus. Wir müssen mal alleine weiterkämpfen. Ich glaube, von da vorne kann man nicht runterhüpfen. Also hier geht's gleich raus. Da ist nämlich der Engineering Trainer. Also es gibt in Thunderbluff gibt's ja keinen. Dafür ist der halt hier. Also der ist hier so super komisch versteckt auf so einer Klippe, der Engineering Trainer. Wasser trinken. Ne, ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, die 15, ist vor allem gescheitert an dem Tod. Also ich bin ja einmal nie gestorben, wo ich nicht wollte. Wobei, da haben wir, keine Ahnung, 30 Sekunden verloren oder so. Aber es läppert sich, ne? Es läppert sich, Freunde. Aber jetzt warte mal, wir müssen auch noch die 14 machen. Noch ist die Nummer nicht durch, ne? Wir können hier immer noch weitere Preise rausholen. Das lädt immer noch. Stirb. So. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Da jetzt runtergefallen, wäre ich am Arsch gewesen. So. Ja, ja, es war auch, ne? Ich muss auch sagen, es ist natürlich am geilsten eigentlich, wenn ich nicht alles schaffe. Es kann natürlich auch sein, also wir können natürlich auch völlig, völlig ehrenlos versuchen, noch rauszuschwatzen, dass wir die letzte machen. Oder ich muss noch irgendwas anderes erledigen. Kriegen wir auch noch hin. Okay, 6 Minuten. Ich muss ja irgendwann auch versuchen, also die Quests geben mehr als der Grind ohne mein Pet. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall an einem gewissen Punkt sagen, fuck it, ich lasse mich jetzt einfach killen, belebe mich wieder und renne sofort zu dem Typen und gebe die Quests ab. Das Problem ist, dass der Questgeber nicht immer an der gleichen Stelle ist. Also der spawnt random an bestimmten Stellen. Vorsteher ist das? Okay, das ist ein normaler. Also der läuft die ganze Zeit hoch und runter und dadurch verändert sich die Position von dem halt immer und ich weiß dann nicht, wo der gerade ist. Das lädt immer noch auf. Ich muss nebenan. Jetzt die Frage, ob wir so viel Glück haben, dass wir hier irgendwo, wenn wir unser Leben voll haben, ich glaube, das überleben wir, wenn wir da runterspringen. Dann können wir uns einen neuen Wolf holen, können die Quest abgeben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Es muss reichen. Wenn wir sterben, ist auch egal. Ja, dann sterben wir. Jo, das war's. Aber geil, dann gehen wir ab. Okay, geil. Dann gehen wir jetzt die Quest bei ihm schnell ab. Dann können wir nämlich die Wolf-Quest einfach auch abgeben. Ich weiß nicht, was das nächste Pet ist, aber in der Zeit schaffen wir sowieso nicht viel mehr. Und können dann, selbst mit dem Debuff können wir easy noch grinden. Mögen die Vorfahren. 10 Monate, so. Was müssen wir jetzt? 10 Sturzflieger. Okay, geil, die sind da vorne. Das heißt, das kriegen wir auch noch hin. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir den Kollegen hier finden, die beiden Quests abgeben. Auch wenn wir richtig Glück haben, ist der halt irgendwo, also der läuft richtig weit, der läuft irgendwo bis hier. Wir müssen ihn irgendwo hier treffen.
So, wir haben die beiden Quests fertig. Den Ritus der Weisheit können wir nicht machen. Weg des Jägers, die Flachlandstreuner, das könnten wir sogar noch schaffen, vielleicht. Ich rieche geskriptet von MSI, das wäre schön. Wenn ich nicht einfach nur versagt hätte. So, warte mal, wir brauchen Flachtsturzflieger. So heißen aber die hier nicht, ne? Das sind, glaube ich, nur die da unten. Ich glaube, das hier sind die irgendwie junge Sturzflieger oder so. Doch, wäre halt der Hammer, dann haben wir nicht nur ein Pet, sondern wir können den dann auch benutzen und die Quest abgeben einfach. Und das gibt auch XP. Mann, ey, bitte. Hier können die halt rumfliegen. Hier rechts kann einer sein. Ich glaube, da hinten kann einer mit einem höheren Level sein. Das heißt, dann könnten wir die Quest noch abgeben, können uns nochmal versuchen, schnell killen zu lassen. Oh Mann, bitte, Kollege. Alter, wie weit ist der denn weg? Oh Mann, ey. Noch 3 Minuten. Der ist... Oh Mann, der kann bis da hinten laufen. Wir können halt jetzt Pech haben und der ist komplett am Arsch der Welt einfach. Aber vielleicht haben wir wenigstens Glück mit dem Sturzflieger. Der kann hier irgendwo sein. Das ist so ein Vogel, für alle, die sich... Da ist er. Da ist der Typ. Okay. Und der Vogel ist irgendwo hier. Wenn wir jetzt abgeben, den Vogel finden, dann kann ich mich killen lassen, schnell zurück teleportieren, dann könnte ich 14 noch schaffen. Das ist eine kleine Fliege, die ich gerade angepustet habe. Das war nicht ich, mich, wie ich mich oral anfeuerte. So. Wie kann ich euch helfen? Mögen die Vorfahren schützen. Okay, geil. So, da ist er. Yes, das ist er. Ist aber schnell. Komm schon. Ich bin außer Reichweite. Ist noch nicht bereit. Nice, haben wir. Okay, und dann muss ich... weil das Zurücklaufen schaffe ich nicht. Ich muss mich dann irgendwie von irgendwas super schnell killen lassen, glaube ich. Aber das schaffen wir auch nicht. Oh nein, abgebrochen. Jetzt müssen wir hoffen, dass er es nicht nochmal macht. 14 sollte drin sein. Ja, nicht, wenn er jetzt nochmal abbricht. Oh, das Gute ist, wir kriegen danach kein Leben wieder. Also wenn wir Glück haben, ist richtig knapp. Wir sind fast tot. Yes, okay. Das ist zu weit. Nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kommt her, Freunde, tötet mich schnell. Alter, tötet mich! Ist er da? Oh, ich weiß nicht, ob das reicht an XP. Wir haben eine Minute. Oh, wenn das jetzt nicht reicht, ne? Muss ich sofort über den Fluss springen, so schnell wie es geht, irgendwelche Gegner. Geht in Frieden. Oh, 14. Seid vorsichtig. Oh, Halleluja. Seid gegrüßt. Ja, jetzt mehr schaffen wir nicht mehr. Ah, oh. Fotofinish. Fotofinish. Holla, haben wir noch irgendwie so 5% von dem Level geschafft oder so. Aber geil, ja, mehr schaffen wir nicht. Es sind noch 50 Sekunden. Verkaufen wir noch schnell alles? Das ist noch gut. Dann können wir vielleicht versuchen, die letzte zu kaufen. GG, danke, danke, danke. Gut geschätzt, die Level 15. Ja, war ein bisschen pokern, muss ich sagen. 300 EP mehr waren es. Und das war jetzt wirklich, ich wusste ja auch nicht, wie viel es gibt. Seid begrüßt. Hallaiaiaiaiaiai. Geht in Frieden. Ja, warte, was machen wir? Feierlichste, was wir machen können, ist hier vorne natürlich auf den Platz stellen und mit irgendwem tanzen. Ist das nicht der Troll, der zurücktanzt, wenn man mit dem tanzt? Leider nein. Ja, wir können uns schon mal für den Kodo entscheiden. Ja, also 15 Sekunden. Mehr war nicht mehr rauszuholen. Scheiße, knapp die 5. Also wir haben Level 14 geschafft. Das bedeutet 4 Collector's Editions und, was hatten wir gesagt? Wenn 2, dann fehlen ja... Na, fehlt nur noch eine. Ich hätte die 16. Sind es dann 8 Fanpakete? Wir hatten gesagt, das eine... nehmen wir einfach, das heißt 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13... Ja, dann haben wir die 10... Ja, 14. Okay, dann fehlt uns 1. 9 Fanpakete. Oh, Level 16 war schon ambitioniert. Wäre geil gewesen auf jeden Fall. 15 wäre, glaube ich, schaffbar gewesen. Wenn ich das noch besser gemacht hätte, danke, danke, danke. Ich stopp die Uhr. Ich glaube, es wäre machbar gewesen, 15. Vielleicht versuche ich es nochmal mit einer anderen Klasse oder so. Aber also, 4 der 5 Collector's Editions haben wir geschafft. Wir haben leider die 15 nicht geschafft, die letzte, aber war ein Gamble. Ich habe gesagt, ich mache einen Einsatz, machen wir einen Einsatz.
Ihr könnt trotzdem natürlich, es hat gerade schon jemand nochmal gepostet, am Instagram-Gewinnspiel teilnehmen. Es gibt das auch auf anderen Social-Media-Plattformen. Ihr müsst WoW und MSI folgen. Dann könnt ihr einen Rechner gewinnen, also WoW-themed. Ihr könnt die Grafikkarte gewinnen. 20 Jahre WoW-Jubiläum. Ich mach mal in Vollbild, damit ihr mich wieder seht, während wir miteinander reden. Könnt ihr die Grafikkarte gewinnen. Ich habe sie hier auch nochmal. Mit den super fancy Plates, die ihr eben selber auf die Grafikkarte setzen könnt, damit es noch geiler aussieht. Also es ist auch geil, wenn man nur eine Seite macht. Ne? Aber es gibt von allen Erweiterungen, gibt es da tatsächlich welche zum Jubiläum und eben zur neuen Erweiterung. Dann könnt ihr zusätzlich noch Collectors Editions auch da gewinnen. Und hier machen wir jetzt, würde ich sagen, ein Raffle. Kurti oder liebe Mods, die da sind und Raffles organisieren. Wollen wir erst ein Raffle für die Fanpakete machen und dann ein Raffle machen für die Collectors Editions? Wir werden jetzt zwei verlosen und zwei weitere werde ich dann mit dem YouTube-Video verlosen. Jo, dann lass das so machen. Dann machen wir erst eins für die Fanpakete. Die Fanpakete, wir haben 9 geholt, das heißt, wir würden jetzt 5 verlosen. Und 4 weitere machen wir im YouTube-Video. Also, wenn du soweit bist, Kurti, sag Bescheid, dann mach das Raffle auf, dann ziehen wir gleich willkürlich 4 Namen. Lass uns bitte, über einen Live-Chat kommunizieren. Okay, gib mir eine Sekunde, ich guck schnell. Raid von Stefan, ja, der ist untergegangen. Sorry. Ja, ich sehe den Live-Chat jetzt. Ich habe den Live-Channel öde. Welches Wort möchtest du? Machen wir natürlich, muss man Ausrufezeichen, ja, Raffle ist immer am besten, oder Raffle MSI. Machen wir Ausrufezeichen, ja, MSI x WoW haben wir halt schon als Befehl, leider. Das ist schon ein Befehl, Ausrufezeichen MSI x WoW. Das heißt, wir könnten... Was in den Fanpaketen ist, ich kann es nochmal zeigen. Haben wir es noch irgendwo, das Fanpaket? Liegt es irgendwo rum? Ah geil, dann zeige ich es nochmal, während wir überlegen, wie wir es am besten machen. Danke dir. Also, du kriegst diesen Beutel mit kleiner Extra-Tasche vorne nochmal dran, mit Reißverschluss, die sich hier vorne dran zieht. In dem Beutel sind ein Mauspad von MSI. Dann gibt es eine Handpuppe mit dem Drachen von MSI. Dann gibt es noch eine Cap, auch MSI-themed. Hier ist so in schwarz nochmal so ein Drache drauf, gestickt. Dann gibt es Sticker von MSI dazu und es gibt nochmal einen kleinen Plüschdrachen. Den habe ich auch zu Hause tatsächlich. Ich glaube, der steht immer noch im Hintergrund bei mir. Das ist in den Fanpaketen. So, ich würde sagen, wir machen es folgendermaßen. Der Live-Chat, ich gucke, was Kurti im Live-Chat geschrieben hat, bevor ich dir was sage. Ja, machen wir Ausrufezeichen Raffle MSI machen wir erstmal. Das ist für die 5 Fanpakete. Wir verlosen jetzt erstmal die 5. Keine Sorge, wenn wir einen euren Nick haben, wir schreiben uns die auf, wir schreiben euch dann die Tage und dann holen wir das alles und organisieren das. Also ihr müsst euch nicht wundern, dass ihr nicht sofort eine Nachricht kriegt, auch wenn ihr jetzt gezogen wurde. Wir werden gleich 5 Namen ziehen. Also Ausrufezeichen Raffle MSI. Alle, die da sind, können mitmachen. Ich schließe mal WoW im Hintergrund. Spiel verlassen. Oh, dann kommen wir hier vorne, dann geht's schneller. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Hat super viel Spaß gemacht. Also ganz geile Challenge. Ich finde es auch ehrlich gesagt ganz geil, dass es jetzt so knapp dran vorbei war, weil es halt heißt, dass die Schätzung nicht schlecht war. Soll ich mal auch die Musik wieder an? So. Oh, ich mache Desktop-Audio einen kleinen Tick leiser. So. Und das jetzt, wie gesagt, für die Fanpakete. Wir verlosen gleich on top auch nochmal die. Und nochmal der Hinweis, ich mache jetzt ein Meet and Greet. Also jetzt direkt nach dem Stream, wenn wir gleich die beiden Gewinnspiele durchhaben und so, bin ich hier immer noch im Center. Ihr könnt also immer noch einfach zum Nordausgang mal eben in die Rikscha hüpfen. Werdet ihr hergefahren, ihr könnt auch von hier, werdet ihr auch zurückgefahren. Kostet nichts, der Eintritt ist frei. Ihr müsst euch einfach einmal anmelden an da am Einlass und fertig. Und dann können wir noch ein Foto machen, kurz quatschen, irgendwie eine Cola trinken, was auch immer. Und ihr könnt euch MSI-Produkte angucken, ihr könnt euch hier die Grafikkarte auch nochmal angucken und so. Also wirklich eine coole Location. Ich glaube auch so ganz nett zum Runterkommen. Das ist die nächsten Tage auch noch offen, ne? Ja. Ah, okay. Morgen ist es auch noch offen. Tatsächlich heute und morgen könnt ihr noch herkommen. Also ist ein ganz guter Ruhepol, glaube ich. Also es lohnt sich schon, nochmal vorbeizugucken. Also wirklich völlig ehrlich, mega coole Location. Ich war auch ein bisschen überrascht, wie geil das ist. Weil es ist halt alles so ein altes Gemäuer. Ihr seht es ja auch im Hintergrund. Mega cool. MSI hat auch so ein bisschen eine Ausstellung aufgebaut. So Geschichte mit den Laptops, die sie über die Jahre so gemacht haben. Andere Produkte. Ihr könnt deren Handheld hier ausprobieren und so. Also wirklich ganz, ganz cool. So, ich würde sagen, wir haben genug. Noch ein letzter Hinweis. Ausrufezeichen Raffle MSI. Dann könnt ihr dabei sein. Dann, ich würde sagen, geiler Stream. Danke dir. Wann kommt das More Manor Game? Das wird ausgestellt hier gerade. Aber so, Kurti, lass uns ziehen. Ich würde sagen, es reicht. Wir ziehen jetzt. Sag, wenn du soweit bist. Ach, sorry, mir geht der Live-Chat immer zu, wenn ich nicht auf dem Rechner habe. Ich weiß, sobald Kurti gezogen hat. Also, es gibt noch jetzt im letzten Moment nochmal versuchen. Da ist er.
Erster Gewinner ist Danara Holmes. Herzlichen Glückwunsch zu einem der Fanpakete. Einer dieser Beutel geht an dich. Wir setzen uns nachher mit dir in Verbindung. Wie gesagt, kann sein, dass es nach der Gamescom erst ist, wenn wir so ein bisschen der Stress runter ist. Und dann schreiben wir dir einmal, holen deine Adresse ein oder irgendeine Adresse, wo du sagst, hey, könnt ihr mir das hinschicken? Herzlichen Glückwunsch. Wir ziehen gleich die nächste Person, oder Cody? Wir ziehen jetzt 5 Leute. 5 Beutel werden verlost. Danara Holmes hat einen gewonnen. Ich muss immer so ein bisschen aufpassen, dass ich die Nachricht vom Nightbot nicht verpasse. Weil immer wenn wir ziehen, wird es dann gepostet. Da. Sevian hat das nächste Fan-Paket gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Sevian. Alles Gleiche für dich. Wir schreiben das alles raus. Kurti hat schon aufgeschrieben. Mega cool. Danke dir, Kurti. Danke an alle Mods, die heute auch dabei waren, geholfen haben. Riesenhilfe immer, weil ne, ohne so ist nicht mein Standard-Setup. Dafür sieht es aber eigentlich ganz geil aus. So, dann können wir direkt den nächsten ziehen. Wir haben noch 3 weitere, gehen heute noch raus. Nochmal der Hinweis, wir verlosen dann nachher zum YouTube-Video, wenn das kommt, nochmal welche. Also keine Sorge, selbst wenn ihr jetzt nicht gewinnt. Auch immer sehr nett, wenn Leute GZ schreien. Finde ich immer voll schön. Wir verlosen noch ein weiteres Mal. Ah, da war er schon. Habe ich den übersehen? Schubidubidu, habe ich den wirklich übersehen? Oder ist das Quatsch, den du jetzt erzählst? Ich sehe das gleich, wenn Kutti das schreibt. Ich sehe auf jeden Fall hier, Griffs GRRFS hat auch ein Fanpaket gewonnen. Ah ja, hier. GRFS hat auch eins gewonnen und Schubidubidu-Flo hat auch eins gewonnen. Und das letzte geht an Schrankmeister. Also, Liebe und Glückwünsche gehen raus an Danara Holmes, Cephien, Schubidubidu-Flo, GRRFS und Schrankmeister. 5 Fanpakete, wie hier beschrieben, gehen auch nicht raus. Wir haben euren Namen schon aufgeschrieben. Macht euch also keine Sorgen. Ihr seid dabei. Dann würde ich sagen, machen wir ein neues Raffle auf, denn jetzt geht es um die Fanpakete. Ich warte kurz, Trooper Max schreibt was, nur ob das was Wichtiges ist. Weil ich würde sagen, ich würde deinen zweiten Vorschlag für einen Befehl nehmen. Genau, das sind die MSI-Fanpakete. Jetzt würde ich sagen, machen wir eine neue Verlosung, in der alle nochmal mitmachen können, falls jetzt jemand gerade erst dazugekommen ist, wo wir die Collectors Edition von WoW verlosen. Wie gesagt, 2 Stück verlosen wir jetzt, 2 weitere werden mit der YouTube verlost. Ich habe leider das 15. Level nicht geschafft, sonst hätten wir eine dritte gehabt, also eine 5. insgesamt zu verlosen. Ihr könnt aber, wie gesagt, am Social Media Gewinnspiel die ganze Zeit weiter teilnehmen. Ich sage es gleich am Ende auch nochmal. Wenn du willst, Kurti, würde ich sagen, wir machen deinen zweiten Befehl, deinen Vorschlag. Was hältst du davon mit dem Loot? Sorry, ich bin ach, ich hab den Chat nicht aktuell. Ist drin. Okay, geil, dann. Also, ab jetzt, Ausrufezeichen, gib Loot. G-I-B-L-O-O-T. Rein. Wir werden 2 Versionen jetzt verlosen. Wir lassen einen Moment auf. Ausrufezeichen, gib Loot. Dann nehmt ihr automatisch am Raffle teil. Wir werden uns danach mit euch in Verbindung setzen und euch einfach anschreiben. Dann setzen wir uns, also ja, tauschen wir einmal Informationen aus. Wir brauchen wahrscheinlich eine Versandadresse oder so und dann kriegt ihr es zugesendet. Das kann natürlich einen Moment dauern. Also, ne, sorry, dass ihr die dann nicht morgen, übermorgen oder nächste Woche schon habt, sondern Messe muss erstmal rum, super viel zu organisieren. Ne, ich bin auch nicht der Einzige, der hier auf dem Event ist und streamt und so. Also, ja. Ich werde morgen auch nochmal einen Social-Post absetzen, also keine Sorge, da erinnere ich auch nochmal dran, dass es das Gewinnspiel noch gibt. Und, wie gesagt, die anderen beiden Versionen verlosen wir, wenn das YouTube-Video dazu kommt, dann hauen wir nochmal Fanpakete raus. Also, ne, keine Sorge. Ich schwöre, ich bin öfter hier. Du bist tatsächlich öfter hier. Also nochmal Ausrufezeichen, gib Loot, wenn ihr noch mitmachen wollt. Es sind gerade nochmal so 50 Leute dazugekommen. Ich sag's nochmal. Ihr müsst nur einmal eingeben, keine Sorge. Alles in klein geschrieben. Ausrufezeichen, gib Loot. Ich gebe dem Ganzen nochmal eine Minute oder so. Und dann, währenddessen frage ich mal rüber, ob ich irgendwas vergessen habe. Irgendwas vergessen? Nee, läuft gut, ne? Ein Traum. Dann machen wir weiter. Nee, ein Traum. Ich habe alles richtig gemacht bisher. Ich habe alles richtig gemacht. Ich hoffe, du hast Spaß. Hat mega Spaß gemacht. Also wirklich, ich war überrascht, wie geil es ist, so eine Challenge zu machen mit so einem Time-Limit. So. Und ich würde jetzt ehrlich gesagt gerne, glaube ich, wenn ich wieder zu Hause bin, mal versuchen mit anderen Klassen. Ich glaube, man kann die 15 schaffen. Also easy, glaube ich sogar, wenn man sich ein bisschen damit mit einer guten Route auseinandersetzt, die passende Zone nimmt und so. Ich glaube, Undead ist fast smarter, weil die Quests irgendwie näher beieinander liegen. Also hat man halt nur einmal diese Laufstrecke und so. Da muss man mal gucken. Aber es ist auch ganz interessant mit der Dynamik, dass es danach halt endet. Also, dass du dann nicht drüber nachdenken musst, oh, habe ich noch Zeug in der Tasche und so. So, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt dicht, Kurti. Ich würde sagen, wir machen jetzt dicht. Wir machen dicht und ziehen erstmal einen Namen. Es geht tatsächlich um eine WoW Collectors Edition. Also, The War Within. Riesending, mega geil, große Glückwünsche an wen auch immer die erste rausgeht. Muffelhase hat die erste gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zu einer World of Warcraft The War Within Collector's Edition. Ich glaube, ich kann den Deckel sogar aufmachen. Ah ne, ich kann theoretisch reingucken. Darf ich vielleicht sogar. Aber ich will nicht alles rausholen. Es ist halt natürlich, Artbook ist dabei, das Spiel ist da drin. Ich zeig's nicht alles, weil ihr sonst den Key seht.
Oh, ist eine Medaille drin und so, mega geil. Und natürlich alle Ingame-Items, die zu einer Collector's Edition halt dazugehören. Ne? Das ist, glaube ich, bei WoW ja immer fast das Krassere. Ich weiß gar nicht, was in dieser drin ist. Mounts sind wahrscheinlich wieder dabei, Pets und. Großen herzlichen Glückwunsch an Muffelhase. Und wir ziehen die zweite, die wir heute verlosen. Beziehungsweise die letzte Verlosung, die heute stattfindet. Shiroku Rox hat die zweite gewonnen. Auch ziemlich häufig hier, glaube ich. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an Muffelhase und Shirokurox. Nochmal herzlichen Glückwunsch an Danara Holmes, Cephian, Schubidubidu, GRFS und Schrankmeister haben alle die Fanpakete gewonnen. Wir werden zum YouTube-Video nochmal welche verlosen. Und ich weiß, ich sag's immer wieder, aber ich will, dass ihr das nicht verpasst. Ihr könnt auf Social Media nochmal eine Collector's Edition gewinnen. Ihr könnt einen kompletten WoW-themed PC gewinnen. Ihr könnt eine GeForce RTX 4070 im WoW-Style in Slim gewinnen. Mit den Frontplates, die ihr bekleben könnt selber, die ihr dran machen könnt selber. Dafür müsst ihr nur MSIXWOW in den Chat eingeben, dann kommt nochmal der Link dazu. Es gibt einen Instagram-Post, ihr folgt beiden Kanälen, also WOW und dem deutschen Kanal von MSI und schreibt einen Kommentar drunter, dann habt ihr eine Chance zu gewinnen. Das Gewinnspiel läuft auch noch, ich weise da morgen nochmal drauf hin und das ist, glaube ich, alles, was ich zu erzählen habe. Denn ich mache so ein bisschen schnell gerade Ende, denn wir haben ja jetzt noch ein Meet and Greet. Ich muss mal aufs Klo und danach würde ich gerne den Leuten, die ihren Weg hierher gefunden haben, mit der Rikscha, dem Bus, zu Fuß oder sonst wie, einmal Hallo sagen. Solltet ihr noch nicht hier sein, ihr seid aber auf der Gamescom oder irgendwie um die Gamescom herum, zum Nordausgang gehen, euch die Rikscha schnappen und zum Haber Club einfach rüberkommen. Kostet nichts, die nehmen euch einfach so mit und ihr könnt einmal nett Hallo sagen. Eintritt ist auch frei, ihr müsst einmal also ein Ding ausfüllen, dann könnt ihr rein, könnt euch hier umgucken, könnt hier nochmal ein bisschen entspannen. Ist morgen auch noch offen, ich bin morgen nicht hier, ich bin morgen wieder auf der Messe. Die Frage kam auch, ich bin morgen wieder am Stand. Ich kann euch leider keine festen Zeiten sagen, das ist eine Messeregelung. Das heißt, heute ist so die einzige verlässliche Chance, mich zu treffen. Ansonsten ist so ein bisschen gut Glück. So, ich gucke nochmal rüber, ob wir alles haben. Aber ich glaube, wir haben alles, ne? Ein absoluter Traum. Dann würde ich nämlich jetzt einfach mal sagen, damit ich nicht einfach nur den Stream ausmache, raide ich euch zu irgendwem. Wir gucken mal bei Twitch, wer so online ist. Ich hoffe mal, dass irgendwer anders von der Messe streamt. Bonge war oder so, wäre geil. Ah, Rocket Beans sind natürlich da. Dann machen wir doch Rocket Beans oder so. Das ist doch ganz geil. Dann können die Leute nämlich auch nochmal sehen, dass natürlich ordentlich was... Oh, nee, ich schicke euch zur Indie Arena Booth. Das ist natürlich viel schlauer. Raid. Ich muss den Namen genau eingeben, ne? Indie Arena Booth ist es, glaube ich. Da werden nämlich jetzt auch Spiele vorgestellt. Da werden, glaub ich, wird, glaube ich, gleich Morrowind Manor vorgestellt. Deswegen wurde ich auch angerufen. Ich mache mal den Raid schon mal an und hoffe, dass ich richtig eingegeben habe. Das sieht sehr, sehr gut aus. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich treffe gleich ein paar von euch hier. Ich hoffe, ich treffe ein paar von euch die nächsten Tage noch. Mega coole Aktion. Ich sage es immer wieder, aber ich mag MSI einfach wirklich gerne. Wir haben so ein bisschen Geschichte zusammen, die Marco und ich. Habe mich super gefreut, dass das geklappt hat. Mega cool auch für die Koop. Super sexy, die Sachen. Ich freue mich sehr, euch bald schon wieder zu sehen. Cool, dass ihr dabei wart. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ich werde jetzt natürlich den Raid drücken und dann drücke ich Stream beenden. Also sorry. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.